Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Oh Näh, der wunderbaren Live-Näh-Sendung aus dem Blabla-Café. Ich habe heute ganz tolle Gäste da, davon sind einige schon bekannt und ich glaube, es sind alle bekannt. Denn die Monika ist da, die hat sich in die Kleidersendung eingeschummelt. Geschummelt hat sie. Doch, du hast dich eingeschummelt. Du wolltest zur Blusensendung, bist du gekommen. Zur weiteren wolltest du wiederkommen, hast die Bluse heimlich zu Hause zu Ende genäht, hat sie mit angezogen, super. Und hat gesagt, ach, dann nähe ich heute ein Kleid mit. Da habe ich gesagt, ja, Monika, komm, immer mitmachen. Ich freue mich total, dass du da bist. Schön. Die Sabine ist da. Wir hatten noch ein offenes Projekt. Ne? Wir hatten Projekt 2. Ja, du hast ja genug Projekte, wie ich dich kenne. Ein Petit-Du-Kleid. Ja, ein Petit-Du-Tulpenkleid. Tulpenkleid. Und bei dem Projekt habe ich mich nicht getraut, weiterzumachen. Da kriege ich Ärger mit Bretter. Ja, hättest du auch gekriegt. Hättest du mir auf die Finger gehauen. Wir brauchen ja noch eine zweite Sendung davon. Genau. Ich fürchte aber, also ne, das ist dein Projekt, das mein haben Projekt. Wir schon, vor 4, 5 Wochen war, glaube ich, die Sendung, ja, genau. Ne, schon so ein bisschen länger her. Da hast du damit angefangen. Ja, aber ich denke mal, die Sarah mit ihrem Projekt, schön, dass du auch da bist, liebe Sarah, mit ihrem Wahnsinns-Petticoat-Kleid. Ich weiß gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst. Das hier wird noch der Petticoat heute irgendwann, ich weiß noch gar nicht, eine Reihe von Tüll. Leg das mal da einfach so ab. Ja, dann habe ich den Rock schon mal, mal kurz zu dir. Zurechtgeschnitten und habe den oben schon mal gerafft, wie man hier ganz schön sehen kann. Genau, dann habe ich schon das Oberteil zurechtgeschnitten. Ja, dann sagen wir gleich mal noch was zu. Also wir gehen dann gleich so ein bisschen näher drauf ein, aber vielleicht könnt ihr euch jetzt schon so ungefähr vorstellen, wie es so sein soll. Wie es so sein könnte. Genau. Ja, also wir haben noch viel zu tun, packen wir es an, gehen wir gleich drauf ein. Meine Lieben, es läuft noch auf unserer Facebook-Seite auf Blabla Café ein tolles Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr noch bis 18 Uhr die Burda-Box gewinnen, selbige hier. Die ist genau beschrieben mit allen tollen Einzelheiten, die es da so gibt. Nimm mal, Hauptsache den Stift, der bleibt da auch noch dabei und den nimmt keiner irgendwie weg. Also da gibt es ganz viele schöne, tolle Dinge drin. Warum bin ich nicht zu Hause geblieben? Hätte ich mal angerufen. Du hättest was schreiben können. Ach so. Du hättest schreiben können, wenn du dann in unserem Blabla-Café auch mal auf der Facebook-Seite gestöbert hättest, liebe Sabine. So, das hätte ich dann... Das hättest du tun können. Okay. Ja gut, also für alle, die das noch nicht wissen, also wir haben eine Facebook-Seite und wir haben auch eine Facebook-Gruppe. Und auf jeden Fall da auf unserer Facebook-Seite, da läuft... Jetzt noch bis 18 Uhr dieses wunderbare Gewinnspiel. Ja, so ist das. Also, ihr dürft noch mitmachen. So ein paar Reime, die da sind ganz süße Reime bei. Übrigens, die hat der Martin, der ist gar nicht mehr da. Der Martin wird ja gleich ein paar von vorlesen. Das ist eine richtig schöne Sache. Ich freue mich, was ihr da gemacht habt. Ganz toll. Gut, das ist das eine. Zum anderen begrüße ich natürlich neben meinen Gästen mein Team, was da ist. Kurt, hallo. Schön, dass du da bist. Moin, hau in die Tasten. Du weißt, dass du heute extra Musik spielen musst, weil heute Freitag der 13. ist. Ja, der Kurt wurde nämlich schon mit Sachen beauftragt, damit er auch heute uns alle hier in Stimmung bringt, in Gruselstimmung. Freitag der 13. Hast du da was mit zu tun? Freitag der 13., also heute mein Büroalltag, war wunderbar. Das alles lief alles wie geschmiert. Habt ihr? Ich bin auch heil hier hingekommen, das ist schon viel wert. Ist nichts passiert auch weiterhin nichts. Also Freitag der 13., bis auf die Tatsache, dass der Kurt vielleicht ein bisschen Gruselmusik gleich einspielt, will ich mal hoffen, ist eigentlich alles normal. Gut, also wir Soll können... Soll ich noch mal kurz zeigen, was ich heute... Habe ich das vergessen? Nein, ich habe mich vorgestellt, aber nicht mein Projekt. Ich habe dich vorgestellt. Ich bin mal deiner Bluse kleben geblieben. Deswegen, Entschuldigung, Entschuldigense. Dann natürlich noch Monikas Projekt. Also ich werde versuchen, das heute fertigzustellen. Ja, aus einem ganz tollen Stoff übrigens. Ne? Also du hast dir da was wie... Du hast dir den ausgesucht. Hier wird übrigens keiner gezwungen. Also die Monika, die hat hier einen ganz tollen, irren, blumigen, super Jersey-Stoff. Kann ich mal so ein bisschen. Viskose-Jersey, Entschuldigung, ich halte das nochmal so ein bisschen näher für die Kamera ins Bild. Ja, also der ist richtig toll, weich und fluderig, fühlt sich gut an. Und für was soll der gebraucht werden hinterher? Für dieses Kleid? Ja. Ohne Träger, ohne Ärmel, so ein Trägerkleid? Ohne Ärmel mit einer anderen Blende. Und ich mache die Ärmelausschnitte auch in der Farbe, also auch ein bisschen versetzt. Und das Schöne ist, dass die hier oben falten.
eingearbeitet hat, das so ein bisschen den Bauch überspielt. Was soll ich sagen? Der Bauch ist da, der Bauch ist schön und das ist einfach so, ne? Ob Falte hin oder her, es ist auch egal. Ja, also es ist auch ein ganz tolles Projekt für den Sommer. Du hast schon gesagt, das kommt nächstes Jahr im Sommer spätestens zum Einsatz. Spätestens da. Eigentlich ist Sonntag schon schönes Wetter. Im Garten? Oh. Ja. Okay, wie immer, wir halten uns dran. Also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Wir starten schon mal den Timer, meine Lieben. Das heißt, ihr könnt eigentlich schon mal so weit an eure Plätze gehen. Und wir beide machen noch mal ein bisschen Halt. Das heißt, der Kurt kann spielen. Ihr geht schon mal auf eure Plätze und sortiert euch schon mal etwas. Also der Kurt, der muss im Studio leiser, sonst schreie ich mir hier die Seele aus dem Leib. Das wäre richtig toll, so schön der ja spielt. So, jetzt gehen wir mal zu deinem Kleid ein bisschen näher hin, damit die Zuschauer auch wissen, was wir hier eigentlich so vorbereitet haben, weil wir haben jetzt noch den Stand von der letzten Sendung. Für alle, die letzte Sendung nicht gesehen haben, was natürlich noch möglich ist. Unbedingt nachholen. Unter www.blabla.café kann man die nämlich sich alle nochmal anschauen. Kurz, lang, so wie man möchte, ausschnittweise. Also die Sarah hatte beim letzten Mal es geschafft. Die muss ich hier drin lassen, die Nadel. Die ist ganz wichtig. Ja. Bevor ich die verliere, muss ich die nochmal anders feststecken. So, also sag nochmal, was du wolltest. Genau, also ich wollte gerne das Oberteil vorne so ein bisschen geschlossener haben und wollte dann wahrscheinlich hier noch die Rüschen einsetzen. Genau, beim letzten Mal warst du so weit gekommen, dass du das Vorderteil erstmal genäht hast. Genau. Das heißt, es war schon ein Kampf, die Falten hier auf die gleiche Linie zu kriegen. Ne? Das war schon gar nicht so einfach. Und wir haben halt hier hinten dann noch mit der Quernaht das untere Vorderteil angenäht. Und wir haben es schon mal im Anschluss an die Sendung heimlich versäubert, meine Lieben. Also das haben wir jetzt das haben wir schon mal so heimlich zwischendurch gemacht. Genau. Dann hat die Sarah noch die Seitennaht genäht, die wir aber eventuell nochmal aufmachen müssen, je nachdem, wie wir die Verarbeitung machen. Aber das ist, damit wir es nochmal anprobieren können. Genau. Also wir haben einen Schnitt, den wir etwas abgeändert haben. Und ja, da sind wir jetzt so ein bisschen und kämpfen uns vorwärts. Also das war das Oberteil, was wir dann nochmal angepasst haben. So ein kleines bisschen. Also das haben wir schon auch zwischendurch gemacht, weil wir halt den Schnitt nicht kannten. Und das soll ja auch schön sitzen. Und bei der Schnittkorrektur habe ich so ein kleines bisschen hier an den Seitennähten was enger gemacht. Das war das, was wir gemacht haben gestern, ne? Ja. Damit das passt. Okay, also Anproben sind unerlässlich. Ohne Anproben geht gar nichts. Dann sag nochmal, was du beim Rock gemacht hast. Bei den Metern von Stoff. Komm, genau. Machen wir mal eben ab. Die habe ich erstmal alle zusammengenäht. Erstmal zeigen. Genau, warte. Habe ich die Nadel? Haben wir noch eine? Ja, okay. Also, das waren einfach nur gerade Stoffbahnen. Genau. Zwei ganz lange Stoffbahnen in dieser Länge. Und die hast du aneinander genäht. Können wir mal eben rumdrehen? Ja. Die rumdrehen wir so rum. So. Genau. Ach, lass an deinem Arm, ist doch gut so. Genau. Wir haben also, du hast einmal hier das hier entlang mit der Oberlock, genau. Genau. Die Kanten versäubert und auch hier die Nähte zusammengenäht. Also praktisch zwei Nähte gemacht. Genau. Also einen ganz langen Schlauch genäht. Ja. In deiner Wunschlänge. Richtig. Und was hast du dann hier oben gemacht, liebe Sarah? Ja, hier oben habe ich dann nochmal ganz, ganz viel gerüscht, weil das soll ja fluffig aussehen. Und weißt du noch, wie du das gemacht hast? Die Sarah ist übrigens Nähanfängerin und näht hier als erstes Teil, ich sagte, die fängt nicht mit dem Kissen oder sowas an. Nein, Sarah fängt sofort mit einem Petticoat-Kleid an. Das ist großartig. Genau. Ja. Was hast du dann hier oben gemacht, um das so ein bisschen zu raffen? Da habe ich die Unterfaden genommen und habe die dann so ein bisschen noch... Du hast erstmal zwei Nähte gemacht, wenn die Kamera noch mal gucken kann. Die beiden hier. Also zwei ganz große Nähte nehmen, also zwei lange Stichlänge genommen, eine große Stichlänge genommen. So, jetzt habe ich es. Und zweimal nebeneinander hergenäht, ohne zu verriegeln am Anfang und am Ende. Und dann kann man die Unterfäden so ziehen, so, dass man das Ganze raffen kann. Genau. Und das hast du gemacht. Das habe ich mit dem kompletten Rand gemacht. Genau. Ja, und dann hast du noch eine Fleißarbeit gemacht. So, jetzt zeig mal deine ganze Fleißarbeit, die liegt hier an der Seite. Die ganze Fleißarbeit, da bin ich besonders stolz drauf, zeige ich jetzt auch gerne in die Kamera. Ja, dann musst du hier mal gucken, entweder zu Tristan in die Kamera oder zu den anderen Jungs. Ja, ich habe ganz viele kleine Stoffe gehabt, also kleine Rüschen. Und habe die jetzt gerüscht und aneinander genäht. Also es waren jeweils so 5-6 Stücke ungefähr. Ich habe hier noch einzelne. Und die habe ich dann
als Ganzes zusammengenäht und nochmal doppelt genäht, damit es auch besser hält und Stabilität mehr bekommt. Und ja, das sind keine Hula-Bändchen, nein. Das sind keine Hula-Bändchen. Genau. Also ihr müsst euch vorstellen, also wir waren in dem Stoffladen und die flogen da so rum und die passten farblich hervorragend. Ich habe mich Spitze, sofort verliebt in diese. Genau, das waren halt solche kleinen Fetzen von Rüschen. Genau. Und da habe ich gesagt, so, die nehmen wir jetzt mit und machen daraus ein Rüschenband. Und genau. Ich habe mir ja schon gedacht, es ist viel Arbeit. Und Sarah sagte, ja klar, die passen kein super, Problem. Das sieht toll aus. Und ich dachte mir so, ja, das wirst du ja sehen, weil du musst es nähen. Genau. So hinterhältig kann ich sein, ne? Ja, aber das war eine gute Übung die ganze Woche. Da habe ich nämlich ganz fleißig dran gearbeitet. Und ich wollte das gerne wahrscheinlich oben so ein bisschen einfassen, genau. Und wahrscheinlich noch für den Rock, nämlich für den Petticoat, weil da kommt ja noch ganz viel Tüll, soll da ja drunter. Und dann unten für den Rand, das ist nochmal so ein optisches Highlight. Das ist schon fertig für den Rand, das haben wir also schon mal vorgearbeitet heimlich, obwohl ich ja gegen Vorarbeiten bin. Jetzt müssen wir nochmal Folgendes tun. Und zwar müssen wir uns diesem Petticoat widmen. Da müssen wir einmal hinten jetzt zum Zuschneidetisch gehen. Zuschneidetisch, genau, deine wunderbaren Ergebnisse können wir hier mal eben einfach so liegen lassen. Und dann gehen wir mit dem gesamten Tüllberg einmal da hinten rüber. Tüll kann man nie genug haben. Merkt euch das. Tüll kann man nie genug. Du kannst jetzt einmal schon mal da hinten hingehen und ich gehe auf dem Weg zu einmal an Monika vorbei und an Sabine. Dann musst du einmal kurz noch ein bisschen warten, liebe Sarah. Jawohl. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ich bin jetzt bei der Blende. Du bist schon angefangen, ohne dass wir dabei sein durften. Hast du nicht gesagt? Ich soll es schon mal. Natürlich hab, nein, ich habe den Timer gestartet. Aber du, da du ja jetzt hier kein Neuling bist, bist du natürlich sofort schon angefangen, was auch richtig ist. Das heißt, du hast die Blende genommen. Das ja, ist das hier da? Steht jedenfalls, also die Blenden, Schulternähte der Blenden rechts auf rechts steppen und die Nahtkanten auseinanderbügeln. Ja. Also deswegen habe ich das nicht mit der Overlock gemacht, weil die auseinandergebügelt. Genau, dann erklären wir noch mal eben ganz kurz. Ich kann mich aber auch noch mal daneben setzen. Dann haben wir so ein bisschen Platz hier und können uns etwas dabei unterhalten bei dieser ganzen Geschichte. So, also die Blende ist das, was hier vorne so zu sehen ist und drankommt. Da gibt es einen Vorderteil und einen Rückenteil. Genau. Na, also für den rückwärtigen Ausschnitt und für vorne. Mhm. Und das hast du mit Einlage beklebt. Ja. Das hast du schon zu Hause gemacht, weil ich wollte fertig werden. Ja, du willst fertig werden. Also ihr Lieben, wenn ihr sowas macht, dann ist es auf jeden Fall ratsam, so etwas mit Einlage zu bekleben. Auf jeden Fall. Sonst ist das zu flutterig und ganz weich und dann verliert es gerne an Form. Und das ist gerade bei so einem dünnen Stoff doch so ein bisschen schwierig. Na? Also der ist echt, das fühlt sich jetzt immer noch weich und ein bisschen elastisch an, aber ist jetzt trotzdem ein bisschen fester geworden. Der ist ja geworden. Dann auch noch doppelt, weil das ist ja... wird ja zweifach. Du hast gemacht, beide Seiten gemacht. Dann hast du aber ein bisschen steif oben, aber das wolltest du auch ja, so das haben. Soll ja, da soll ja die Form drin bleiben, denke ich mir. Ja. Dass das nicht hier über die Schulter rutscht oder nee, so. Okay, also auch da kann man aber variieren. Monika hat sich jetzt dafür entschieden, beide Sachen mit Einlage zu bekleben, sowohl die Außenkante als auch die Innenseite, also Außen- und Innenseite. Mhm. Und auch das müsste man dann vielleicht mal mit so einem Probeteil einfach mal bügeln und mal anhalten und das selber fühlen, wie das ist. Es gibt ja auch verschiedene Einlagen. Hm. Und du hast dich jetzt für was für eine entschieden? H120? Da stand jetzt nichts drauf. Das ist eine leichte Bügeleinlage. 180? Also das ist egal. Jetzt, ja, okay, eine leichte Bügeleinlage fühlt sich immer noch gut an und ist immer noch beweglich. Man kann das aber auch so nähen, dass du nur eins davon beklebst. Das würde auch gehen. Ja, dann hätte ich die 250er von Freudenberg nehmen müssen, nö. Weil ich denke mir, diese ist schon sehr leicht, weil die ist auch noch ein bisschen dehnbar, wenn ich jetzt das je nur nachdem, auf diesen Streifen sehe. Je nachdem, deswegen wie das dachte ich, habe ich dann hier lieber... Nein, das ist ja vollkommen okay. Aber da seht ihr schon, es geht schon wieder los. Wir sind schon wieder mitten so ein bisschen im kontroversen Gerede, weil man kann das machen, wie man möchte. Und das ist das Schöne am selber nähen, ne? Deswegen ja, der Vorbereitung ich bin ich ja alleine. Das ja, habe ich keine Britta neben mir. So, aber wer in der Vorbereitung alleine ist und hier gerne mal mitmachen möchte, ganz davon abgesehen, es gibt eine nette Facebook-Gruppe. Oh, nee. Ihr dürft mir Fragen stellen, meine Lieben. Ihr könnt auch mir Mails schreiben unter britta@blabla.café. Überhaupt keine Frage. Also, ich beantworte gerne Fragen zwischendurch. Alles, was ich weiß und kann, gebe ich gerne weiter. Ich kann aber nicht alles, aber das sage ich dann auch. Okay, also hättest du mal ruhig fragen können. Aber du hast es toll gemacht, umso besser.
Aber ich brauche jetzt gleich deine Hilfe. Wenn ich das zweite Teil jetzt auch hier fertig habe, dann habe ich das. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Oh, du bist so genau. Ja, das ist doch ruckzuck fertig. Ruckzuck. Wie das dann halt zusammen. Ja, aber vielleicht verstehen nicht alle Zuschauer sofort, wo du gerade bist. Du hast jetzt hier auf jeden Fall die Schulternähte geschlossen. Ja. Und die Schulternähte, die bügelst du gleich aber noch schön aus, ne? Ja. So, ganz wichtig. Mhm. Was wolltest du jetzt als nächstes machen? Genau, dann werden die irgendwie zusammengenäht. Blenden, wenden und auf der inneren Blende sämtliche Nahtzugaben liegen darunter knappkantig absteppen. Ja, das sieht ja schon so Sachen. Da weißt du jetzt schon wieder nicht, was du genau so machen sollst. Ne? Okay, also die wollen die Blende als erstes wirklich gegeneinander nähen. Es gibt auch viele Wege nach Rom und deswegen, ich würde das gar nicht so machen. Das Teil muss ja irgendwie mit dazwischen auch. Ja, aber das kann man hinterher noch machen mit der Blende. Also ich würde es nicht so verarbeiten, aber wenn Burda das meint, können wir es auch so machen. Das ist nicht Burda? Nee, das ist vom OZ-Verlag. Egal. Zeitschrift, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Egal, wo es herkommt. Egal, wo meine Nähmode jetzt gerade herkommt. Ist ja nicht schlimm. Dann, ich würde es anders machen. Ich würde jetzt nicht erst die Blende machen. Ich würde erst eine Passformkontrolle machen. Ich würde eine Blende machen. Und würde dann das Kleid zusammennähen. Ich würde jetzt die Abnäher von dem Kleid nähen. Da sind nämlich Abnäher dran. Ja, die Falten, die ich da nähen muss. Also die könnte man schon mal fixieren, ne? Da ist auch ein Abnäher. Ach so, ja, da ist auch ein Abnäher. Den habe ich noch nie gemacht. Ne? Nee. So, also hast du den Endpunkt von dem Abnäher fixiert? Nein. Ha! Gut, also wir lassen das jetzt mal. Du kommst jetzt mit deinem Schnitt und deinem Vorderteil an den Tisch vorne. Wir brauchen eine Nähnadel und dann wird der Abnäher fixiert. Ich würde, bevor ich irgendetwas da jetzt weitermache, wirklich erstmal eine Passformkontrolle machen. Mhm. Sprich, ich würde mir das Kleid zusammennähen, bevor ich alle Belege dran mache. Ja. Okay. Würde ich tun. Ja, ja, ja. Und da du den Schnitt nicht kennst, wäre es vielleicht nett, wenn du das so machen würdest. Ja, gut. Wo ist jetzt das Vorderteil? Das müssen wir suchen. Das Vorderteil sieht dem sehr ähnlich. Das breitere, ja. Das breitere, weil da die Falten reinkommen. Okay. Dieses. Und dann brauche ich den Schnitt. Dann müssen wir zum Nähtisch wandern. Supi. Ja, wir haben so meine Liebe, du bist wo stehen geblieben, damit die Menschen auch noch wissen, wo wir ja, sind? Ja, ich habe jetzt extra auf dich gewartet. Ihr müsst etwas Platz machen. Also jeder kriegt eine Ecke vom Tisch. Tut mir leid. Alles gut. So, wo kriegt also. Ja. Ich bin stehen geblieben am Tulpenrock. Ja. Kellerfalten sind abgesteppt. Genau, wir haben uns beim letzten Mal, waren wir so ein bisschen durcheinander, wie jetzt Patty, du hier diese Tasche haben wolltest. Genau. Aber wir haben es rausgefunden. So. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ganz einfach. Du hast deinen Vorderrock gehabt, da haben wir schon mal den Taschenbeutel mit der Overlock angenäht. Da waren wir stehen geblieben. Der wird dann hinterher so eingefaltet, ne? Genau, nach so einem spezifischen Falten. Mit dem Knips, ne? Genau. Anhand eines Knips wird er gefaltet. Ne? Der Knips ist hier. Ja, das hast du da vorne schon genäht. Genau, das habe ich hier genäht. Und dann wird es nach innen geschlagen, genau, andersrum. Ne? Ja. Ja, also das haben wir schon ausbaldowert und geguckt. Und jetzt waren wir hier bei diesen Kellerfalten stehen genau, geblieben. Genau, die Kellerfalten. Eine Kellerfalte ist das, wenn man halt so... Wenn zwei Falten sich gegenseitig so anschauen, das nennt man dann hier so Kellerfalte. Genau, genau. Und die würdest du jetzt wie nähen wollen, meine Liebe? Ja, also wir haben hier oben, haben wir die schon gesteppt. Ach, das haben wir schon gemacht? Das haben wir schon gemacht, wir waren schon so weit. Guck mal. Und eigentlich geht es jetzt weiter mit den Taschenbeuteln. Ja. Ne? Und jetzt müsste ich das, habe ich ja auch schon festgesteppt, gerade hier so, also auch mit der Overlock. Du hast es dran genäht. Dran genäht. Jetzt geht es darum, wie wir die Verarbeitung machen. Das ist jetzt ganz wichtig. Also, wenn ihr... eure Taschenbeutel angenäht habt, das ist übrigens auch für dich gleich wichtig, Monika, aber ich erkläre das gerne nochmal, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das abzusteppen. Jetzt weiß ich nicht, was in dem Schnitt vorgesehen ist. Ihr könnt aber auch gerne alle nochmal gucken. Dann müsstest ihr nur, du müsstest einmal hier rumkommen. Ja. Das wäre ganz lieb. Also, wir können jetzt einmal die Naht flach steppen, indem wir die Nahtzugabe in den Taschenbeutel legen und dann hier drüber nähen. Das heißt, wenn wir das dann rumklappen würden, hätten wir hier außen keine sichtbare Naht. Ah ja. Oder du sagst, nö, ich möchte eine sichtbare Naht haben, dann sieht das Ganze halt ein bisschen gröber aus. Dann würde man das jetzt in Form bügeln, dann so eine kleine Pass belegen, damit das von außen nach innen geht und nicht so von innen nach außen schaut. So. Und dann würde man das Ganze in dem gleichen Abstand absteppen. Genau, welche Variante entscheidest also du dich? Ina in dem Video, ich habe mir das heute Morgen angeschaut, die hat es also gesteppt. Was mir aber besser gefällt, ist das die unsichtbare Variante. Okay, das Flachsteppen. Das Flachsteppen. Das heißt, ich würde jetzt wo nähen? Du würdest jetzt, eine Einlage hast du nicht da drauf, ne? Nein.
Das ist natürlich dann bei dem Stoff und der Schräglage, müssten wir gucken, dass das hinterher, Hauptsache ist, das beult sich nicht aus. Also ganz vorsichtig nähen und bloß nicht ziehen. Also, wenn man flach steppt, dann würde ich jetzt das einmal kurz vormachen. Das kannst du bei dem auch noch machen. Ja. Ja. Ihr habt eine ganz normale Einstellung an eurer Nähmaschine und legt jetzt eure Nahtzugabe, die ihr habt, in Richtung Tasche, also nach innen legen. Das, was nach innen zeigen soll. So, und jetzt kann man knapp daneben hernähen. Darauf zu achten ist, dass man halt wirklich die Nahtzugabe hier nach innen legt, in die Tasche rein. Das fühlt man hier auch. Man braucht das vorher auf keinen Fall bügeln. Ich habe das jetzt auch nicht verriegelt oben, würde ich auch nicht machen. Wichtig ist jetzt für mich, dass ich jetzt hier wirklich den Stoff ein bisschen reinschiebe, dass auch ja nicht gezogen wird. Ja, okay. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt kannst du dann gleich weiternähen. Und jetzt hast du automatisch hier diese Kante. Ja. Und wenn du das gleich rumdrehst, dann bleibt das auch so liegen. Wunderbar. Das kannst du schon mal auf beiden Seiten machen. Alles klar. Okay, und dann können wir uns das gleich weiter angucken. Jetzt helfe ich mal hier den Damen weiter. Der Monika helfe ich mal eben schnell, den Abnäherendpunkt zu finden. Ja, ich glaube, ich müsste dann... Hier, wir mit unserem Tüll. Aber wir haben, weißt du, was wir noch alles machen müssen? Wir müssen nämlich erstmal den Tüll schneiden und dann kannst du erstmal gleich noch dich an diesen Tüll und Futterschnitt... Ich muss noch so viel erklären und machen, liebe Sarah. Da hinlegen ungefähr. Das ist... Da kannst du gleich schon mal einen Schleiertanz mit aufführen hier. Ja, sehr schön. Mache ich doch gleich. Bauchtanz oder so. Ja, kannst du eigentlich jetzt in der Zeit schon mal machen. Ja, alles klar. Weil wir brauchen gleich ein bisschen Platz und ich muss noch was erklären. Und das ist ein ganz wichtiges Teil. Nicht wegtun. Nein. Und hier sind noch Schnipsel von der Sabine. So. Du, wir haben noch ganz guten Schnipsel, Sabine. Gut, so viel Arbeit vor uns. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. So, das ist ja 1 Zentimeter Nahtzugabe habe ich. Das müsste jetzt ungefähr so passen. Genau, jetzt nimmst du mal das schicke Bügeleisen und legst das mal. Oh, ich bin froh, dass er mal jetzt nicht meine Hand getroffen hat. Großartig. Und da ein Faden durchstechen. Genau, da wird jetzt ein Faden durchgestochen. Was habt ihr für einen Spaß? Schnell verschwinden. Richtig toll. Was wollt ihr verschwinden lassen? Da ist, glaube ich, was über, aber ist egal. Komm, brauchen wir nicht. Das ist schön, ja. Also alle Kameramänner hin da vorne, würde ich jetzt mal sagen. Weil Sabine hat wieder irgendwas Lustiges am Start. Also, ich habe jetzt hier keinen Kontrastgarn, aber ich nehme jetzt einfach mal eine ganz normale Nadel mit einem Faden. Normalerweise nehme ich jetzt nicht was, was so ähnlich ist. Das fällt ja kaum auf, sondern rot oder was auch immer. Aber ich nehme den jetzt mal. Das ist jetzt ja gar nicht so schlimm. Und jetzt wird das Ende... Ist so ungefähr so. Das sieht gut aus. Das Ende von dem Abnäher wird durchgestochen. Das heißt, ich nehme jetzt meine Nadel und steche da einmal durch und gucke, dass ich auch wirklich den Punkt finde. Na, und jetzt, weil das ist bei diesem Jersey, der geht natürlich gerne hin und her, mach das so, dass das da rauskommt und zieh mir den Faden dadurch, dass da jetzt so genug Abstand ist, dass ich mir auch jeden Fall nicht wieder rausziehe. Okay? Mhm. Schneid das jetzt hier ab und mach das auf der anderen Seite auch. Ja. Das darfst du machen. So, liebe Sarah. Jawohl. Ich weiß gar nicht, wo wir als nächstes überhaupt anfangen sollen, wir beide. Mit unseren Bergen an Stoffen. Bergen von Tüll, ja. Bergen von Tüll. Und ob wir jetzt an dem einen Teil da weiter, aber ich muss erst noch was schneiden. Deswegen, das geht nämlich auch nicht. Das wollten wir nämlich erst machen. Wir brauchen erst noch hinten den einen, wir machen jetzt erst den Tüll für den Petticoat fertig. Ist gut. Nix da. So, gut. Ich habe auch schon auf der Seite in unserem Artikel, zu jeder Sendung gibt es auch immer einen Artikel unter www.blabla.café. Ist das unbedingt das Teil, was du unbedingt verwahren solltest? Ja. Lass mal schön da liegen. Ja. Habe ich nämlich. Irgendwo nein, lass schön da liegen. Habe ich kurz gezeigt oder zeige ich oder werde ich zeigen? Doch, ich habe das, glaube ich. Das ist, ist im Artikel drin, ne? Genau. Habe ich ist geschafft. Drin. Ich habe es geschafft. Ich habe es gelesen. Gut. Gezeigt, dass ich das Oberteil von diesem Petticoat, das kommt halt hier so unten drunter, also als Unterrock, da habe ich einen Rest von einem alten T-Shirt genommen, weil man sieht das auch nicht. Es ist dann das Unterteil und es war noch übrig und ich habe das auf deine Figur angepasst. Komm, ja auch passen. Ja, ist ja dehnbar, ne? Das geht. Und habe dann hier oben diesen oberen Teil von dem Petticoat gemacht. Darunter müssen jetzt stufig diese ganzen Tüllbahnen hin, ne? Also die müssen da jetzt dran. Ja. Und oben kommt noch ein Gummiband rein. Das liegt noch in meiner Tasche an meinem Arbeitsplatz. Das hole ich gleich, dann können wir es nämlich auch schon mal einfügen. Gut. Okay, jetzt geht's drum. Ja. Wie lang sollen diese
einzelnen Bahnen sein. Wir hatten uns, auf was hatten wir uns geeinigt gestern? Hatten also wir schon was gesagt? Dass der Rock auf jeden Fall so eine Länge hatten wir ja gesagt von 60 Zentimetern. Das hatten wir dann auch so abgemessen und haben wir gesagt, wenn wir noch Tüll und diese ganzen Rüschen so, sind wir bei 65 ungefähr. Wir schneiden mal 20 Zentimeter Bahnen. Nicht wir? Ich natürlich. Du? Natürlich. Keine Frage. Keine Frage. Das heißt, also wir haben jetzt schon mal das Oberteil von diesem hier fertig. Ja. Und hier haben wir ganz viel Tüll, meine Liebe. Ja. So. Und jetzt ist das Schöne an diesem ganz vielen Tüll. Kann ich doch heute als Gespenst gehen, siehst du? Ich weiß, dass der 13. Willst du heute als Gespenst gehen? Nein. Ich glaube, wir haben wirklich viel gekauft, ne? Aber man weiß ja nicht, wie viel Tüll wir da unten drunter machen. Genau, weil man wir kann ja noch das immer gebrauchen. Man kann das immer gebrauchen. Jetzt können wir den Tüll zuschneiden. Jetzt überlege ich nur gerade, wie wir es am schlauesten zuschneiden, dass wir sofort mehrfach schneiden. Ich habe diesen Tüll noch nie so gerade versucht zu schneiden. Ich habe jetzt auch, wir hätten noch ein Rollmesser haben können. Aber ich schneide ja lieber mit meiner... Nee, wir können ja mit der Schneidmatte schneiden. Was meinst du? Was willst du? Was will ich? Was willst du? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Du hast das markiert? Ja. Dann darfst du hier den Platz räumen, dann kann ich die Sarah hier hinschmeißen. Ja. Jawohl, ich schmeiß dich hin. Warte, passt alle auf. Schmeiß dich hin. So, wir können das jetzt oldschool machen. Hat im Chat einer eine Idee? Wer hat denn schon mal ein Petticoat genäht? Ich noch nie. Und wie ihr seht, habe ich auch nicht geübt. Ist das jetzt die gruselige Musik? Gespenst ja. Ja, du hast das Wort Gespenst gesagt und schon... Und schon hat der Kurt... Und schon hat der Kurt hier so eine... so eine gespenstisch, mystisch anmutende Melodie im Hintergrund. Ja, ist doch schön. Freitag, der 13. Ich fasse es nicht. Also ich kann nichts Negatives über diesen Tag sagen. Bis jetzt lief alles glatt, es ist alles wunderbar gelaufen, ich habe gute Laune, läuft. Okay. Kurz und knapp, ne? Also so. Ich habe jetzt natürlich das Messer nicht und die Schneidmatte, um zu gucken, ob wir das am schnellsten damit schneiden könnten. Ja. Wir sollten das mal ausprobieren. Das heißt, Martin, liest du schon mal eins von den wunderbaren Gedichten aus der Facebook-Gruppe vor? In der Zeit hole ich mal eben schnell eine Schneidmatte. Genau, jetzt müssen wir kurz eine Überblendung machen und ich verlasse mal kurz das Blabla-Café, so wie immer in einer guten Sendung. Ich hau einfach mal ab. Und vorbereitet. Da ich ja ein Freund von künstlerischer Freiheit bin, lasse ich auch sämtliche Rechtschreibfehler drin. Ja, der Sommer, der ist schön. Doch ich bin lieber drin beim Nähen. So krieg ich keinen Sonnenbrand und hab bald eine neue Tasche in der Hand. Nähen kann ich besser als reimen. Danke. Ja, freut euch. Läuft. Geht doch. Go, Martin. Ein zweites. Ein zweites. Wir müssen das mal eben da drunter buxieren. Ja, warte. An die Ecke. Kamera. Im Sommer blühen die Blumen dank der Sonne mit ihrem großen Volumen. Es ist schön warm. Und es schmeckt der Kausaschmarrn. Danke. Ja, Kausaschmarrn. Warum nicht? Vielleicht mit Vollkorn anstatt Weizenmehl. So, also ich wäre wieder zurück da. Zurück zu Britta. Ja, guck mal. Welches hast du denn vorgelesen? Deine Lieblingsgedichte aus dem Facebook-Gewinnspiel? Nee, ja, wir hatten so eine kleine Auswahl getroffen. Ja. Und auch wenn viele andere noch dabei waren, irgendwann habe ich mir gedacht, müssen ein paar aussortiert werden. Die Sommer, heiß und wir essen Eis. Also das kam sehr oft vor. Du meinst, die haben untereinander also ein bisschen abgeguckt? Vielleicht. Vielleicht, man weiß es nicht. Ist ja auch nicht ganz so schlimm. Ich fand es auf jeden Fall richtig nett und toll. Sehr schön war es. Sehr schön war es. So, ich habe das noch nie so gemacht. Also ich habe das ja, ich bin ja auch kein Rollschneidebrett-Fan. Also ich bin ja da überhaupt nicht so bewandert. Jetzt kriege ich wieder Mecker. So, also wir haben jetzt hier mal so die Kante hingelegt. Mhm. Wir wollen ja möglichst ordentlich arbeiten, wollen wir, ne? Natürlich. Schwupps. Dann gehen wir auch mal hier so optisch an die Kante.
dass wir das so möglichst gleich haben. Jetzt brauchen wir 20 cm. Ich habe das echt noch nie geradelt. Ich würde es halt immer schneiden. Ich bin von Haus aus eher schneidi. So, da ist eine 20, ne? Ist das auch 20? Ich traue ja nichts. Nix und keinem. Siehst du, das kann schon irgendwie nicht. Von der Ecke aus sind es 20. Ach ja. Da müssen wir es hochlegen. Oder so lassen. Ach komm. Wo bin ich denn hier bei 20? Ne, ich muss aber an diese. Die nehmen wir. Wir nehmen die 19. Die 19 nehmen wir. Wir nehmen die 19. Die 19 ist die neue 20. Genau. So. Ja, das kommt, weil ich das nicht an die Kante gelegt habe, sondern an die eine Kante. Ich habe halt. Alles gut. So, jetzt halten wir es schön feste. Jetzt geht's los und ich gucke mal, ob das klappt. Tada. Erstmal gucken, was wir gemacht haben. Oh, cool. Du weißt, was du jetzt tun musst? Ein Einschnitt. Du weißt, was du jetzt machen musst? Ja. Die ganze Bahn rollern. Jawohl. Die? Na? Und dann machst du die nächste gleich auch nochmal. Also du musst jetzt erstmal rollern. Ja, die Sarah ist beschäftigt. Jetzt kann ich nochmal zu meinen beiden anderen Damen rübergehen, weil die Monika muss nämlich jetzt noch den Abnäher machen, bevor ich wieder zu Sarah komme. Bin mal gespannt. Brauchst du meine Unterstützung? Ich überlege gerade, was ich hier so mache, aber das läuft schon. Das läuft schon? Dann würde ich eben der Monika noch einen Trick zeigen, was den Abnäher angeht. Ja. Wenn du einmal rutschen magst. Ich habe erst eine Seite so ein bisschen abgesteckt, weil der andere Faden ist wohl bei dem dünnen Stoff wieder rausgeflutscht. Jetzt kommt's wieder. Sie hat was abgesteckt. Ja, das muss doch ganz schön genau sein. Das Ach ja, ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich daran, dass die Monika gerne ganz pingelig ist. Also, Abnäher. Abnäher, das unbekannte Wesen. Für alle, die so einen Abnäher erstmal ausprobieren möchten, an einem Papierschnitt. Man kann die immer wunderbar an so einer Tischkante erstmal einmal knicken. So, also ich nehme jetzt hier meine beiden Finger und meine Fingernägel und knicke das jetzt mal einmal so. Und dann kann man das Ganze schon mal so übereinander legen. Aber natürlich nicht so rum, sondern andersrum. Ich war falsch rum, also muss ich die Ecke nehmen. Denn ich will erstmal gucken, ob diese Zugabe da vorne stimmt. Jetzt habe ich hier aber auch geknistert. Also, ich knicke bitte natürlich nicht die untere, sondern die obere, den oberen Abnäherschenkel und lege den auf den unteren Abnäherschenkel. Denn, und das ist das, was ich nicht verstehe, bei nix und keinem Papierschnitt, so viele sind andersrum. Also, ich kann jetzt nur das wiedergeben, was ich in meiner Lehrzeit gelernt habe. Und das tue ich hiermit auch. So, ich habe den jetzt mal geknickt, den Abnäher. Mhm. Und jetzt nehme ich mir mal hier so eine wunderbare, wie sagt Linda so gerne, Disco-Nadel. Ich erkläre euch mal eben den Sinn eines Abnähers. Also, Frauen haben ja manchmal Oberweite. So. Und um die da irgendwie rein... Super Regie. Und um das da reinzukriegen, also in Form zu bringen, also das wäre jetzt nicht meins, das wäre definitiv zu wenig für mich. Das ist wahrscheinlich auch, aber das ist ja ein dehnbarer Stoff. Ja, es ist ein, genau, das ist, hört doch mal auf. Also, ihr seht jetzt, dieser Abnäher bringt Formung da rein, ja? Und man, also ich habe so gelernt, dass man die Nahtzugabe, das ist das, was hier hinten von diesem Dreieck ist, bitte immer nach oben macht und nicht nach unten, weil so der Abnäher weniger auffällt. Haben wir das da nicht auch gemacht? Bei hier ist gar kein Abnäher. Ach, da ist hier oben okay. Die Falte. Das alles ist gut. An meinem Kleid sind auch Teilungsnähte, ist kein Abnäher. Also, dementsprechend ist der Schnitt hier an der Stelle nicht richtig. Ich habe ihn genau so. Ja, ich verstehe auch nicht. Mhm. Liebe Zeitschriften, Modellmacher, wer auch immer dahinter steckt. Ich verstehe euch nicht. Schreibt mir noch mal einfach eine Mail. Ich weiß nicht, warum ich das so gelernt habe, dass es auf keinen Fall nach oben, also die Nahtzugabe nach unten kommt, weil dann habe ich nämlich hier oben die berühmte Staubkante.
hätte meine Oma gesagt und meine Lehrmeisterin. Ich werde demnächst noch weitere Lehrmeister befragen, ob ich hier falsch liege oder ihr. So, jetzt wäre ich mal ganz frech heute. Ich mache nämlich jetzt Folgendes. Ich korrigiere den Papierschnitt. Tut mir leid, lieber OZ-Verlag. Und ich schneide es jetzt einfach mal ab hier. 1, 2, 3, schnipp, schnapp, ab. Weg ist es. Zack. Und ich jetzt hast du... Ich habe mich auch gewundert, geht ja Stoff verloren, den brauchen es wir geht ja Stoff nicht. Verloren. Ja, also dieses Stückchen brauchen wir nicht. Nur die Sache ist ich sag mal, Leute, die anfangen, werden verwirrt. Und ich, die es anders gelernt hat, werde auch verwirrt und frage mich, ob ich jetzt Quatsch gelernt habe irgendwann mal oder nicht. Also, so sieht dann jetzt hier das aus. Und der war genau andersrum jetzt. Der war genau andersrum. Der war, dass man hinterher eine Staubkante hat. Okay, also das habe ich jetzt als erstes mal korrigiert. Ne? So. Der Abnäher. Dann kann man natürlich schon am Papierschnitt prüfen, meine Lieben. Wenn ihr das dann so mal macht, oh, passt das oder passt das nicht? Also bei mir wird es jetzt nicht passen, aber dadurch, der Stoff dehnbar ist, kann es ja sein, dass die Formung passt. Ja, und hier kommen ja auch noch Falten, weil das ist ja die Mitte. Ja, die Falten also, haben aber hier mit der Ecke noch einiges rein. Ach so, meinst du das? Ja. Wir verlagern jetzt das Volumen nach vorne. War auch gut. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erkläre, aber hier kommen die Falten noch rein und das gibt ja dann auch noch mehr Weite, ne? Ja, aber hier vorne, aber ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, wir kriegen das schon irgendwie geschnackelt. Falls ihr keinen dehnbaren Stoff habt, dann könnt ihr schon mal so gucken, ob das so ungefähr euren Maßen entspricht. Und wenn es nicht, dann könnt ihr schon mal gleich aufhören zu nähen, spart Zeit. Okay, das ist das Erste, was ich dir erklären wollte. Ne? Also, falls du nochmal abnäher nähst, guck dir mal deine Schnitte dahingehend an und denk immer an die Staubkante. Ja. Die böse Staubkante. So. So, ist Martin, ist irgendwas im Chat los? Ich lese da gerade mal so ein bisschen zwischendurch irgendwie. Martin, ja, könnte ja auch mal vorlesen. Aber das ein oder andere Thema habe ich gerade kurz verpasst. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, ist dein Kleid selbst genäht? Das? Nein, denn das selbst gekauft. Denn es umspielt so schön deine Rundungen. Das macht sie sichtbar. Aber egal. Ja, ich und bin irgendwas, so. Der Tüllrock, aber ich glaube bei dem Thema... Martin könnte ja vorlesen, wenn Britta den Chat schon fragt. So, ja. Das finde ich jetzt auch. Was hat denn der Chat geschrieben? Ich suche nach dem Thema Tüllrock. Achso, Tüllrock. Okay, ich warte auf das Thema Tüllrock. Tüll. Aber die Sarah schneidet ja. Bist du schon, ist alles gut bei dir? Ja, ich bin im Tüllwahnsinn, kann man sagen. Schneid du mal schön. Ich erkläre hier mal jetzt weiter diesen unglaublichen Abnäher. Das lege ich jetzt mal knisternderweise weg. Also es würde dann theoretisch jetzt dann so aussehen eigentlich und nicht so diese Spitze. Ja, das ist jetzt im Moment Schnuppe, aber letztendlich ist das falsch. Mhm. Das führt in die Irre. Und das ist so schade. Aber ich werde Erkundigungen einholen, wer hier falsch liegt. Der OZ-Verlag oder ich, jetzt lege ich mich mit allen an. Das gucke ich aber sicherheitshalber nochmal auf dich. Nein, kannst du ja, brauchst du nicht, vielleicht ist alles ich das gut. Hier auch falsch. Nein, guck mal lieber, was ich jetzt mache. Also, du hast jetzt hier deine Spitze vom Abnäher und du hast jetzt hier deine beiden Knipsis, ne? Ja. Alles wunderbar, du hast da tolle Knipse reingemacht, nicht zu tief, die sind perfekt. Ja, aber... Was A? Du markierst es nicht irgendwie mit einem Stift die Linie? So genau kann ich nicht frei nähen. Ist ja auch nicht frei. Ich bin noch nicht fertig. So, du hast ja jetzt ein paar Hilfsnadeln reingesteckt. Das ist ja okay, weil der ist wirklich sehr, sehr flutterig, der Stoff. Der ist wirklich ganz, ganz, ganz weich und zart und viskose Jersey halt. Aber da musst du jetzt einen Stretchstich, ne? Wir nehmen jetzt einen Stretchstich. Ja, der reißt sonst. Also die Monika ist sehr lustig. Die ist so pingelig, das ist zum Wegschreien. Okay, wir nehmen jetzt den Stretchstich. Ich würde es erstmal normal nähen, aber gut, wir nähen das jetzt damit. Bei der Yuki ist das hier die Nummer 2. Das heißt, ich drücke hier 1, 2 und schwupps habe ich dann meinen Stretchstich sofort fertig. So, jetzt. Ich verriegel jetzt nicht bei diesem Stich hinten, weil den kriegst du sowieso nicht wieder auf. Also wenn du jetzt meinst, wo willst du nochmal trennen, dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß dabei. Du warst bei deiner Rückenfalte hinten auch so pingelig in der Sendung. Ja, ich habe alles zu Hause nochmal aufgemacht und von Anfang an neu. So ist die Monika. Ja. Die kommt in diese Sendung, holt sich Rat von mir und näht das und sagt, bin ich nicht mehr zufrieden, ich trenne alles nochmal auf und nähe alles nochmal nach. Ich habe ja nach deinem Rat genäht, gerade die Kellerfalte hinten, aber die muss ja etwas übereinander gelegt werden. Ja, so ein bisschen. Das habe ich anfangs ja nicht gemacht und deswegen zog die sich ja auch auseinander. Ja, aber das war doch so das gering. Das war ein Millimeter. Ein Millimeter. So, für alle, die da draußen sind, es war ein Millimeter.
lässt sie nicht durchgehen. Also nur meiner, ich sei pingelig. So, okay, wir fangen jetzt mal einfach an hier. Ich verriegel jetzt hier einmal kurz. Und zwar neben den... Ach, das ist ja wieder die Nadel verstellt. Weißt du, was ich bei diesem Stich nicht mag? Das ist zwar gut, aber da ist die Nadel, springt bei der Maschine automatisch ein Stich nach links. Und das vergesse ich manchmal immer. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wichtig ist, dass ihr neben dem Einschnitt anfangt. So, und jetzt kann ich hier mein Lineal hinlegen und nehme jetzt, es muss natürlich ein bisschen umdenken, nehme jetzt hier diesen Punkt und den Punkt und halt das feste und drücke das jetzt drauf. Und bei diesem Stich ist es mordschwierig, nicht in das Lineal zu nähen. Also ganz ehrlich, ich nähe das jetzt einmal mit einem normalen Stich. Ich mache das nicht. Nein. Ich will jetzt einmal die Nadel nach oben haben. Hallo? Will sie nicht nach oben? Ah, ist gut. Nee. Ich muss das einmal hier einstellen. Also ich gehe wieder auf meinen altbewährten Stich zurück, weil ich sonst durch mein Lineal nähe. Wenn du hinterher dann nochmal mit einem Zickzack, mit diesem Spezialstich drüber nähen möchtest, kannst du das gerne tun. So. Und ich bin auch dafür, ich gucke mir den Abnäher erstmal an, wie der geworden ist. Und dann kann ich da immer noch mit was anderem drüber nähen, wenn du das unbedingt möchtest. Also, ich würde sagen, brauchst du nicht. So, jetzt fangen wir wieder an zu nähen. Und jetzt nehmen wir genau ganz in Ruhe und schieben das Lineal mit an der Kante von dem Lineal entlang. Nehmen wir hier die Nadeln raus. Und dann nähe ich immer stückchenweise locker weiter und du musst bei diesem Stoff wirklich aufpassen, dass du hier den Stoff mitschiebst, weil der so rutschig ist, dass man da wirklich das gut festhalten muss. Aber das stabilisiert natürlich das auch gleich nochmal so ein kleines bisschen. Und jetzt kannst du hier ganz gemütlich im Prinzip weiternähen bis zum Ende. Mhm. Bis zu dem Punkt. Ziehen wir mal raus. Wieder da dran. Wieder hier an das Ende. Und wenn du am Ende angekommen bist, einfach weiter nähen. Stiche. Mhm. Nicht verriegeln. Auf keinen Fall. Ja, das hat mir die Sabine vorhin schon gesagt. Warum nicht? Das erklär mir nochmal. Wenn ich jetzt da hin und zurück nähe, hast du da auf jeden Fall eine Tülle. Auf jeden Fall. Also ich nähe jetzt mal einen fertig. Und ich mache das auch langsam, weil der Stoff ist wirklich mörderisch. Ihr seht das jetzt ja nicht so ganz, aber... Ah, der zieht sich echt in alle Richtungen. Dein Spaßstoff, den du uns hier besorgt hast. Du hast immer so Dinger, ne? So lustige Sachen. Ja, der Sachen. War ja auch so glatt hier von der Bluse. So, jetzt bin ich hier am Ende angekommen. Und jetzt nähst du einfach auf deinen Punkt weiter. So ein paar Stiche. Ja? Ja. Und dann können wir einfach nur das hochmachen. Ach, ich war bei der anderen Nähmaschine, bei der größeren. Deswegen war ich verwirrt mit dem Hoch. Du hast natürlich recht, das geht da. Und zieh das hier runter. Und schneid den dann so ein paar Zentimeter ab. Mhm. So, den Faden kann ich jetzt rausnehmen. Und dann habe ich, wenn ich das nicht verriegel, hier auch überhaupt kein Tüll. Jetzt hat der Stoff auch die Möglichkeit, sich noch so ein bisschen auszudehnen und rauszuziehen. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich eine ganz dünne Nahtende. Also ohne so eine Tülle, die sich da bildet. So, das wäre jetzt der Abnäher, der genäht ist, ohne zu stecken, ohne alles. Und was mache ich dann mit dem Ende des Fadens? Einfach stehen lassen. Einfach stehen lassen. Mhm. Nicht verknoten, gar nicht? Nein. Also das ist echt schwierig mit dem Stich. Mach das nicht, also nähe das wirklich mit dem. Da reißt erstmal nichts. Guck mal, der ist immer noch so ein bisschen, da geht mit. Ja, es gibt ja auch diesen geraden Stretchstich. Ja, das ist vor ja und zurück. Ja, das ist der ja, der andere. Aber hier passiert nichts. Mhm. Vertrau mir. Ja. Ja. Ich habe extra eine Nummer größer genommen, damit nichts platzt. Dass mir nichts platzt. Okay, also nehmt euer Handmaß zu Hilfe, Endpunkt vom Abnäher nehmen und da, wo eure Knipse sind, also beide Endpunkte, und einfach an der Kante mal dran entlang nähen, ohne dass man da reinnäht. Und dann klappt das, ohne zu den stecken. Wenn wir vielleicht noch eben schnell dann zeigen könntest, wie ich jetzt die Falten lege. Weil dann kann ich dann gleich dann auch schon weitermachen. Die Falten werden so gelegt, wie es in deinem Schnitt drin ist. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Den ist hinter uns. Genau. Also wenn ihr Falten habt, die nähen wir auch vorher einmal feste. Genau, dann kann ich die dann schon mal fixieren. Okay. So, und jetzt sind da deine Falten, deine Markierungen. Genau. Und so musst du sie auch legen, immer in Mitte. Legerichtung. So, das heißt, wenn ich jetzt, das den ist ja jetzt die Mitte und das ist jetzt hier die Kante. Genau, das sind Kellerfalten. Das heißt, diese hier ist ja dann breiter. Das heißt, ich müsste jetzt diese auf diese legen. Genau. Und dann? Zurück.
zurück. Und dann? Ja, das ist jetzt noch nicht so genau, aber ich will jetzt nur die Art. Genau, nur die Art. So, das wäre jetzt das erste. Das wäre diese Falte. Das ist die erste Falte. Ja. Und dann kommt die zweite. Dann ist einmal nichts. Und dann kommt die nach da und von der anderen Seite nach da, also zur gleichen Stelle. Das ist dann die Kellerfalte, ne? Das wird dann eine Kellerfalte, ne? Ja, das heißt, aber die kommt hier zwischen. Die ist da schon. Nee, hier ist doch nichts. Das nichts. Dies ist doch ohne Falte. Das ist doch eigentlich nur ein gerades Stück. Da ist ja aber da ist ja schon der nächste Knips. Ja, deswegen meine ich, kommt der nach da. Wo ist der nächste? Also was der nach ich da. Weiß jetzt nicht genau, was du geknipst hast. Und der nach da, so ungefähr. Ja, aber dann hast du es so, wie ich das auch machen würde. Hm. Hm. Dann müssen wir, pass auf, dann tasten wir uns jetzt von beiden Seiten ran. Dann nehmen wir den jetzt auf der anderen Seite. Ich weiß jetzt nicht, was du geknipst hast. Hier ist der Abstand größer als auf dem anderen. Ich habe die hier alle hier, diese, ja. Die Dinger. Aber der Knips, der jetzt ist. Jetzt hast du den hier. Guck mal, wir können es auch sonst hier falten. Also wenn ihr euch nicht mehr zu helfen wisst in einem Schnitt, weil ihr nicht geübt seid oder mit neuen Dingen konfrontiert werdet, dann knipst euch das einfach mal so hier auf eurem Papier, wie das ist. Guck mal. Und da ist auch der nächste. Der wird schon wieder dann so gefaltet und wird hier draufgelegt. Da drauf. Ach, dass das dann praktisch oben ist, das Stück, ja. Mhm. Bist du dir sicher, dass der bis dahin gelegt wird und da nicht noch eine andere Faltung genauso ist? Also, das werden kleine Kellerfalten. Die werden so gelegt. Das ist Teil 8, ne? Meinst du, das kriegst du hin? Ja. Ja. Versuch das mal anhand deiner Knipse, die du gemacht hast, auszuprobieren. Ich komme gleich wieder und helfe dir, liebe Monika. Denn wir haben einen Gewinner! Moment! Und, wie war's, Moment? Du hast den Chat etwas gefragt, ach, den Zuschauer. Und du hast selbst aber nicht drauf geguckt. So, pass auf. Nee, hab ich auch nicht. Ich komm zu dir. Und ich habe nämlich Ärger bekommen. Oh, das wollen wir nicht. Wir wollen auf keinen Fall, dass der Martin Ärger kriegt. Weil ich nicht schnell genug darauf eingegangen bin, zürnen mir Anni und Sabrina. Und jetzt lese ich rückwirkend vor. Rede ich eigentlich auch so laut? Ja, okay. Was Sabrina geschrieben hat zum Thema Tüllrock. Tüllrock, was hat sie denn geschrieben? Erste Bahn doppelt so lang wie das Jersey-Stück. Ja, das weiß ich. Zweite Bahn ein Drittel länger und die dritte Bahn doppelte von der ersten Bahn. Und dann raffen, was das Zeug hält. So machen wir es auch. So. Wer war das? Sabrina? Die Sabrina. Vielen Dank, Sabrina. Welche Kamera? Ah, vielen Dank, Sabrina. Genauso werden wir es machen. Aber erstmal muss die liebe Sarah, wie viel hast du denn schon? Wie viele Bahnen? Hör mal kurz auf, bevor du alles zersäbelst. Hier, guck mal. Ja, guck mal, die Sarah gibt dir einmal eine Aufgabe und schwuppdiwupp schneidet die. Läuft. Ich habe was Neues im Blabla Café. Ich habe nämlich ein Telefon. Und den Gewinner hast du jetzt schon? Okay. Aber vorher, also das Facebook-Gewinnspiel ist jetzt hiermit, glaube ich, beendet. Die Uhr hängt ja immer noch nicht, ne? Die wolltest du nochmal aufhängen, deswegen bin ich hier irritiert. Die Blumen sind, ich auch nicht. Also ich habe was Neues im Blabla-Café, ich habe nämlich ein eigenes Telefon. Und jetzt rufe ich den Jan einfach mal an und der wird mir sagen, wie viele am Facebook-Gewinnspiel teilgenommen haben. Wie war das noch bei so einem Drehscheiben? Erst hochheben und dann wählen oder erst wählen und dann hochheben? Erst hochheben, ne? Also ich heb mal eben einmal ab und dann wähle ich jetzt Jans Nummer. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob er dran geht. Lieber Jan, bist du da? Aber natürlich, Britta. Das ist toll. Das ist ganz hervorragend. Sag mal, wie viele haben denn mitgemacht beim Facebook-Gewinnspiel? Circa 200. Nein, ehrlich? Das wird auf jeden Fall unsere Gewinnerin, die ich gleich verkünde, besonders freuen. Vielen Dank, lieber Jan. Bis gleich mal. Tschüss. Britta? Ja? Willst du denn wissen, wer gewonnen hat? Ja, das mache ich gleich. Ich habe ja hier einen Zettel liegen. Ich mache es spannend. Ach so. Ah, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. So, ist das nicht schön? Ein rotes Telefon. Also, meine Lieben, ich komme zu euch. Oder willst du das sagen? Nee, ich sag das, oder? Ach komm, ich sag das mal jetzt mal. Du musst aber auch vortragen. Ich muss vortragen? Ja. Jetzt muss ich aber doch wissen, wer gewonnen hat, welche von den beiden. Das ist getaggt. Ja. Das ist das Gedicht. Lies am besten das erst vor und dann könntest sie du... Sie hat gewonnen. Ja, ja. Ich habe das Prinzip nicht verstanden, so ist das. Die Jungs aus der Redaktion, die denken sich immer so unglaubliche Sachen aus und ich verstehe es immer meistens nicht. Alles gut, also jetzt, es geht um die Burda-Box, um das Facebook-Gewinnspiel.
Und zwar lese ich jetzt einfach mal das Gedicht vor, ein ganz süßes, und hoffe, die Dame weiß, wer gemeint ist. Bald scheint die Sonne hoffentlich jeden Tag so warm und verbrennt mir nicht den Arm. Dann sitze ich im Schatten mit weißem Po und bin sehr froh. Hihihi. Ja, und wer war's? Die liebe Melanie Ernst hat das gemacht. Also, liebe Melanie, diese wunderbare Buddha-Style-Box plus einem ganz großen Blabla-Aufkleber für dein Auto, damit fängt man heutzutage, glaube ich, wieder an mit Kleben, geht an dich in deine Richtung. Herzlichen Glückwunsch! Ich wollte gerade sagen, liebe Regie, also heute ist sie nicht auf Zack. Okay, also das geht schon mal an dich. Ich bin begeistert. So, und jetzt mache ich noch was, weil das dann noch nicht genug ist, was wir haben. Verlose ich was in der Sendung heute. Nämlich das hier. Ich verlose heute einen Gutschein für zwei Personen zur Live-Sendung ohne hier im Blabla-Café in Dortmund. Und zwar zahlen wir, damit ihr auch anreisen könnt und ich nicht immer die Ausreden höre, oh, ihr seid so weit weg und so. Wir zahlen die Anreise und eine Übernachtung für zwei Personen. Und natürlich die Teilnahme, herzlich willkommen an meiner Seite. Das heißt, ja, wir machen eine Sendung zusammen. Diese VIP-Tickets kann man jetzt während der Sendung gewinnen. Ihr müsstet dann nur eine Frage beantworten. Aber das VIP-Spiel ist noch nicht genauso. Also das ist noch nicht, wir machen das noch nicht. Was macht ihr beiden da? Heute sind meine Kameramänner ein bisschen irre, glaube ich. Also ich stelle gleich noch mal eben kurz eine Frage. Und zwar ist dieser Ausdruck schon mehrfach in der Sendung gefallen. Und dann müsstet ihr an euer Telefon gehen und eine Nummer anrufen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, ne? Jetzt nee, wir noch warten nicht. Mal. Wie lange warten wir noch? Wie viel Uhr haben wir? Wir haben jetzt 20 nach 6. Das heißt, wir haben noch ein kleines bisschen. Also, ja, so in einer Viertelstunde oder so, dann mache ich das mal einfach. Also, denkt dran, heute gleich in der Sendung verlose ich zwei Tickets Teilnahme, ja, für uns hier bei Uni. Ich freue mich. So. Jetzt kann der Kurt weiterspielen eigentlich. Okay, weiter geht's. Haben wir denn jetzt schon Gruselmusik gehört? Ich höre immer noch die nette Musik. Hast es geklappt? Ghostbusters. Liebe Sabine, du hörst jetzt mal auf zu schneiden, wir müssen mal nähen, wir beide da hinten. Genau, du bist schon... Hier so Haare. Nein. Sabine, wo bist du angekommen? Also, ich habe das erste Mal, dass ich überhaupt... Ich glaube, du musst einmal zu mir hier hinten. Solche Taschenbeutel. Ne, so. Komm mal her. Mit Taschenbeuteln arbeite. Ja. Die auch gleichzeitig ein Stück der Naht bilden und ja. Des Rockes und wie auch immer. Also ganz so wenig Platz hier. Ja. Wie immer. Warte mal, ich mach mal Platz. So geht das nicht. Also, ihr seht, es kann nie genug Platz an einem Tisch sein. So. Ja. Okay, jetzt haben wir uns ein bisschen Platz gemacht. Also, letztendlich sind die also alle angenäht. Genau. Du nähst das Tulpenkleid von Petit Du, ja. Und das Oberteil hattest du schon soweit vorbereitet in der letzten Sendung, ja. Und jetzt sind wir bei den Taschenbeuteln angekommen. Genau. Und ja, jetzt werden die natürlich mit der Naht, mit der Seitennaht und dem oberen Rockteil, ja. Werden die mit vernäht. Mhm. Du hast jetzt gerade das noch flach gesteppt einmal, das heißt, es ja. Legt sich jetzt so schön rum. Hast es jetzt nochmal festgesteckt, damit es nicht rausfällt. Genau, ne? Genau. Dass es jetzt erstmal fixiert ja. Ist. Ne? Und hast dann jetzt nochmal einmal das hier hingesteckt. Ja. Bist du mit deinem Schneidmesser unterwegs? Ja. Ich habe so ein bisschen Angst hier heute. Jetzt willst du doch ein bisschen. Also das ist eigentlich nur die Seite, ne? Dass genau. Dass da mir da jetzt gleich beim Nähen genau, von Ober- und Unterteil nichts mehr verrutscht, dass alles schön genau, wir ist, haben halt ne? Einmal die Falte fixiert und du hast auch einmal noch den Taschenbeutel hier dran genäht. Das genau. Macht auch Sinn. Das ist total wichtig, dass man lieber habe ich mir gedacht. Ja, super. Dass man lieber zwischendurch mal eine Hilfsnaht macht, als da sich Nadeln zu stecken oder nicht klar ja. Zu kommen. Dann mal lieber sagen, ach, ich nähe das doch schon mal hin. Das soll da hin. Also ja. Mach ich es mal fest. Genau. Kann ich dir irgendwie helfen? Du machst mich nervös mit diesem Teil da hinten. Dann gehe ich halt mit. Nein, bleib hinter mir stehen. Aber nicht, dass du noch mit deinem Rollmesser auf komische Gedanken kommst. Nein, heute. Natürlich nicht. Ja. Nein, heute nicht. So, und jetzt wird die Seitennaht in einem geschlossen. Ja, jetzt ist meine Frage. Ja. Fixiere ich diesen Teil des Taschenbeutels mit der Naht? Würde ich auch nochmal machen. Ja. Auf jeden Fall.
Also du hast es hier oben so schön gemacht und das würde ich jetzt an dem Stückchen hier unten auch nochmal machen. Du kannst es natürlich gleich, wenn du es nähst, aber du nähst ja eh mit der Overlock sofort oder nähst du einmal mit der Maschine nochmal. Das würde ich gleich mit der, genau, mit der Overlock machen. Damit das hier nicht verrutscht, würde ich das mir auch einmal nochmal festnähen. Also das, okay, würde ich auch machen, dann ist das auch safe und dann kannst du von oben nach unten den ganzen Rock nähen. Alles klar. War das denn so? Und dann nähen wir den einmal quer hinterher oben an das Oberteil dran, genau, ne? Genau. So war es gemacht. Irgendwie so. Hm? Ja, genau. Ja, genau. Irgendwie so? Genau. Ja, so war es ja. Ja, und den Ärmel müsste ich dann auch noch einmal hier schließen. Gleich. Ach genau, wir müssen noch die Seitennähte schließen. Man könnte, genau, natürlich auch die Seitennaht und das alles in einem machen. Und du könntest jetzt das Vorderteil hier dran nähen und das den rückwärtigen Rock an das Rückenteil nähen und dann die Seitennähte in einem bis schließen. Unten schließen. Ja. Das würde auch gehen, weil falls dann doch nochmal irgendwie eine Korrektur ist, ist das ein bisschen schlauer, dass man diese ganze Seitennaht in einem macht. Was schlägt Patty du denn vor? Hast du soweit schon mal gelesen? Ja, also alles separat. Und also hinterher das reinstecken. Und das dann näht sie das so rum. Es oben rum. Ja, das geht halt auch. Es sind beides richtig. Ich probiere das mal mit deiner Weise. Ja. Das heißt, du hast ja die Seitennähte noch nicht gemacht. Nein. Dann würde ich jetzt das hier feststecken und du kannst jetzt wirklich, weil dein Ärmel ja hier noch offen ist, also es geht darum, dass es zwei Varianten gibt, meine Lieben. Es gibt einmal die Variante, die Sabine hat in der letzten Sendung das Oberteil schon fertig genäht. Wir haben den Ärmel hier offen eingenäht, das heißt, wir haben den Ärmel in den Ärmelausschnitt gelegt und du hast es dann zugenäht. Und wir haben oben auch schon soweit den Beleg fertig gemacht. So, als Oberteil. Abnäher hast du auch genäht, genau. Aber du hast die Nahtzugaben nach unten gebügelt. Die müssen nach oben. Okay. Bist du? So, Qualitätskontrolle. Ja, verflixt. So, und jetzt reden wir beide gerade darüber, ob es jetzt sinnig ist, den Rock an der Seitennaht zu schließen und auch hier diese Seitennaht vom Ärmel bis in die Seitennaht zu nähen, in einem durch. Oder ob wir nicht den Vorderrock erst annähen, an das Vorderteil, den Hinterrock ans Hinterteil und dann die gesamte Kleidnaht einmal von oben bis nach unten. Wenn man das mal ändern möchte, sprich mal ein bisschen dicker wird oder dünner wird oder mal einen Keil reinnehmen, nur dünner, dann ist es einfacher. Nur dünner, wem sagst du es? Also, dann ist es auf jeden Fall einfacher, wenn man mit Figurwechseln zu kämpfen hat oder solche plant, kann ja mal sein, und die auch gelingen. Dann ist es natürlich einfacher, ihr habt das in einem, weil dann könnt ihr das natürlich schneller ändern und eurer Figur anpassen, als wenn wir das jetzt so nähen würden, wie sie es vorschlägt. Es ist aber beides vollkommen korrekt. Okay. Also ich würde jetzt Vorderrock und Hinterrock annähen. Vorderteil und Rückenteil annähen. Okay. Genau. Ja gut, dann sind wir ja schon fast fertig. Ja, natürlich. Großer Spaß. So, liebe Sache. So. Mal gucken, wo du hier angekommen bist bei schön, deinem ganzen Getülle. So, ich habe ganz, ganz viel Tüll jetzt schon geschnitten. Okay. Ne? Ja. Wir gucken mal, wie weit wir kommen mit dem ganzen Getülle. Gut. Du hast ja schließlich... Ja. Du hast ja schließlich... Jetzt kommt nicht, der Unterton. Ne? Nicht wegrennen damit. Nein. Wir müssen jetzt mal messen. Ne? Jetzt kommt das berühmte... Ich glaube, ich komme mal hinten um den Sento rum und komme mal weiter ein Stückchen zu dir. Ja. So, das berühmte... Wir messen mal. Genau. So, wir haben jetzt hier diese Länge. Und da kommt jetzt schon gleich... Jetzt geht's los. Jetzt hat ja Kurt nur noch zwei Töne. So, jetzt fehlt noch das Messer. Wo ist das Messer? Ich habe jetzt gerade Angst vor der Sarah. Hallo? Jetzt, wieso rennst du jetzt weg? Aber weißt du, was das Schöne an der... Entschuldige, musst du sein. Nö, mach alles. Spreng wieder hier. Weißt du, hier, hier Herzchenkleider nähen, ne? Aber hier mit einem Rollmesser drohen, ne? Das sind mir die richtigen, unglaublich. Aber das Schöne... Ja, sogar nicht privat, guck mal. Ach. Wieder was gelernt. Ja, also falls jemand, egal, nein, ich sag nichts. Also hier, meine Liebe, das Schöne an dem Prümmmesser ist aber, da geht erstmal nichts, ne? Weil der Kantenschutz ist da drin, da muss es schon wirklich richtig feste. Hast du aber vor? Hab ich. Oh, verdammt. Okay, schnell weg damit. Kurz, ich würde sagen, also das war jetzt genug für Freitag, den 13. Lass mal sein. Puh, ich komme ja noch, wie werde ich ja wahnsinnig. Also, unglaublich, was hier los ist. Hier ist was los. Sind das auch immer alles die, also hast du das auch richtig wirklich schön 20 cm geschnitten? Ja. Aber hier, ja. Hier hast du irgendwie was doppelt genommen. Da hast du, glaube ich, den Bruch nämlich zersäbelt. Komm, wir nehmen erstmal ein anderes Stückchen. Okay.
So, das ist einfach so, wenn man nicht mit Kissen anfangen will. Tja, ich bin selber schuld, ich weiß. Ja, bist du auch. Jetzt können wir uns hier mit diesen Tüllbergen rumschlagen. Und dann fing es natürlich so voll an, ich hätte gerne das Kleid so und so, so und so, so und so und auch noch einen Tüllrock. Dann dachte ich so, ja, klar. Soll doch außergewöhnlich sein. Ja, langweilig kann jeder. Ja, nee, langweilig wird das nicht. Ich weiß nur, ich glaube, ich werde dich das ganze Jahr über mit dem Kleid noch betreuen. Ich fürchte mal, Weihnachten wird es dann fertig sein. So, meine Süße. Also, wir haben jetzt hier einmal praktisch die Länge. Ja. Ja? Einmal die Länge. Was hat die Sabrina gesagt? Für die erste Bahn doppelt so viel, ne? Das wäre jetzt einmal die Länge. Mhm. Mit Nahtzugabe. Hat sie das gesagt? Ich glaube ja. Also ich meine, ich würde es vielleicht auch so machen. Ja. Nicht ganz. Da würde ich erst anderthalb nehmen, aber ich weiß nicht, was die Sabrina sagt. Weil wenn du es jetzt sofort auf doppelt so machst, dann steht es schon da gleich ab. Aber ich habe noch nie ein Petticoat genäht. Deswegen würde ich jetzt auf Sabrina vertrauen. Erste Bahn doppelt so lang wie das Jersey-Stück. Okay, haben wir. Zweite Bahn, ein Drittel länger. Da müssen wir gleich rechnen, das machst du. Okay. Ja. Ja. Dafür haben wir dich doch. Hör mal, ich bin blond. Moi? Ja, ich kann nicht rechnen. Also, meine Lieben. Ihr und dritte habt Bahn. Nee, ich bin erst doppelte bei der ersten. Doppelte von der ersten. Nee, ich gucke jetzt nur noch einmal nach. Nee, dann schreib's ja auf den Spickzettel. Nö. Doch, hier, keiner arbeitet Ritz mehr. Ritz es dir mit dem Messer in die Hand. Ja, sag mal. Hallo? Entschuldigung. Die Sarah. Ich sag nichts mehr. Das glaube ich auch. Also, hier, das ist jetzt einmal die Länge. Ja. Ja? Also einmal vorne und einmal hinten, richtig? Mhm. So doppelte Länge, ohne dass wir groß rechnen müssen. Nehmen wir dann einfach mal hier ab. Schwupps. Und schneiden locker flockig durch. Ich habe ein bisschen Angst hier. So. Rate mal, was du damit jetzt machen musst. Ja. Jo. Schön zusammennehmen, würde ich mal so sagen. Raffen, ne? Genau. Das ist jetzt eine deiner Lieblingsbeschäftigungen, die so auf dich zukommen. Ja. Ich mach das hier mal eben ab. Strüpsel. Okay, das heißt, du musst diese Bahnen jetzt auch wieder zusammennähen. Jetzt müssen wir die Maschine, glaube ich, mal eben nur auf schwarz schnell umfädeln. Machen wir aber eben. Und das heißt, du musst dann wieder entlang nähen, mhm, ne, mit dem breiten und das dann wieder raffen, okay, auf die Länge, von dem hier. Mhm. Ja, das okay ist schon mal klar. Ja. Jetzt können wir natürlich ein Drittel sofort an dem unteren noch mehr dran machen. Also wir haben jetzt die Länge, mhm, plus ein Drittel. Toh, jetzt müssen wir mal wieder gucken, was ein Drittel ist. Ein Drittel mehr. Jetzt müssen wir rechnen, Martin, da habe ich keine Lust zu. Ich mach das Pima-Auge. Das ist ein gutes Drittel, das kommt mehr da dran. Wie lang? Das ist genauso lang. Sag mal, du musstest das aber schon ordentlich machen, ne? Schnuckelchen, schneiden, 20. Wie lang, was hast du da für eine Länge? Weiß ich nicht. Ich mach das Pi mal Auge, nur die Sache ist die Sarah, wir müssen nochmal gucken, ob das auch wirklich überall 20 ist. Auge. Weil sonst, was? Pi mal Auge geht immer. Halt mal den hier fest. Ja. Sonst hast du den hinterher nicht gleichmäßig und das wäre ärgerlich. Aber hattest du nicht gesagt, bei 19 direkt? Ja, bei 19, aber das ist ja hier 20 geworden, da hast du alles schön gemacht. Aber der sah mir hier hinten so ein bisschen kürzer aus. Und da ich ja ein Kontrollfreak bin, ja, da sind wir schon ein bisschen kleiner geworden. Ja, okay, das vernachlässigen wir. Aber hier bist du nämlich jetzt schon, das ist zu viel, das geht nicht. Da bist du abgerutscht. Okay. Dieser sieht man hier auch. Da müssen wir jetzt hier mal irgendwo Stopp machen. Oh, ich glaube, ich bräuchte mal Clips. Sonst haben wir ein Problem. Weil die Bahnen müssen schon gleichmäßig sein. Da ist auch mit dem dünnen Stoff, das ist ja fürchterlich mit den Nadeln. Gleich wieder hast du die, glaube ich, mir auch gekauft. Die sind super, ne? Ja, die sind schön. So, ganz nice. Martin, wie viele Minuten sind rum? Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 30 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt das hier gleich gemacht habe und die Sarah mal eben schwarzes Garn für ihre Maschine rausgesucht hat. Ich habe noch mal das ist, können wir nicht mehr nehmen. Genau. Dann müssen wir das jetzt hier mal eben mit dem vergleichen. Dann würde ich nämlich das Gewinnspiel gleich starten. Das heißt, ihr könnt schon mal langsam alle eure Telefone warm machen. Weiter. Heute ist Freitag der 13. Heute ist Freitag der 13. und wir nähen Freestyle.
Und wieso liegt das Fußpedal auf dem Tisch? Weil ich das weggenommen habe, damit wir Platz haben. Das ist ein gutes Drittel, oder nicht? Okay, alles gut. Das ist super, das ist ein Drittel. Also du nimmst jetzt einmal die zusammen und die hier. Das läuft. Gut, läuft. So, also ich muss jetzt der Sarah eben noch eine Aufgabe geben, damit die hier nicht weiter auf vorwitzige Gedanken kommt. Jetzt muss ich mal eben schwarzes Garni aus meiner wunderbaren Madeira-Box raussuchen. Habe ich auch glatt gefunden. So. Gar nicht so einfach. Wir wollten noch mit dem Kleid heute weiterkommen, ne? Die ganzen Rüschen und all das ganze Getöse. So, du kannst schon mal eigentlich einfädeln. Ja. Versuch dein Glück. Und hier ist der Unterfaden. Guck mal, ob du das hinbekommst. Ja. Und wenn nicht, helfe ich dir. So, jetzt, meine Lieben, jetzt brauche ich einen Tusch. Kannst du einen Tusch spielen? So, gut. Da. Burner. Meine Lieben, so. Was winkst du, Mahmud? Ich muss zur Seite gehen, wir können aber auch diese Puppe noch ein bisschen wegstellen. Hier ist ja nichts statisch. Guck mal, so? Gefällt dir das jetzt besser? Yeah! Bevor du jetzt den großen Hauptgewinn verlost hier, könnten wir noch ein Gedicht küren? Küren oder erzählen? Nee, küren. Nee, küren noch nicht, wir wollen noch was hören. Ja, erst ja. Hervorbringen. Ja, dann machen wir es jetzt spannend. So, pass auf. Aber und weil sich ja so viele doch voll die Mühe gegeben haben. Ja. Haben wir ein kleines Gimmick. Da kommt nämlich noch, ach komm, da haben wir noch ein Poster raus. Ja, von willst dir. Holen? Von mir, ich habe keins. Wir machen noch welche. Nee, bloß nicht. Und dann noch in diesem Kleid, womöglich, ne? Muss ich ja, mal meinen Bauch nicht? Einziehen. So. Und zwar. Guck mal, hier wir beide. Ja, das knistert doch. Da geht was. Da geht was. So, jetzt los. So. Hau raus. Pass auf. Ich pass auf. Pass da auf. Also, die Ingelore Blum, ich muss trotzdem lesen. Ich kann es ja nicht auswendig. Mein Mann möchte den Rasen mähen. Ich möchte lieber nähen. Ich habe es heute im Rücken. Drum kann ich keine Blumen pflücken. Ich nähe gern für meine Enkeltöchter. Das mache ich jetzt öfter. Der Frühling, it schön warm und bunt. Künstlerische Freiheit. Ja. Drum gehe ich jetzt mit dem Hund. Ich nähe gerne Rock und Hose. Das Kleid sitzt auch ganz lose. Der Rock ist toll geworden. Die Hose kurz. Das ist mir Schnurz. Leider weiß ich keinen Vers. Das wär's. Super. Emma Ingelore, und, top. Ja, und. So und? Stimmung. So, und der Ingelore Blume schicken wir darum ein kleines Paket. Und wir gucken, was wir noch finden. Wir machen da irgendwas mit. Ach so, Post. Du möchtest ja. Jetzt schon, du hast noch gar nicht alle vorgelesen. Ich hab, nein, das ich habe ist noch das, nicht was dir am besten ja, gefallen hat. Du jetzt hast nicht mehr so viel Zeit, du sollst ja nicht überziehen. Ach, okay, gut. Also, liebe Ingelore, für dieses ganz wunderbare Gedicht, da haben wir für dich so ein paar Kleinigkeiten, nämlich von Prümlav. Wir finden auch noch was. Da kommt bestimmt irgendwas. Die unglaubliche, das unglaubliche, supersüße Handmaß, unsere Blabla-Aufkleber in allen drei Größen. Das ist richtig schön. Und so eine kleine Einkaufstasche, die kann man immer gebrauchen in Weiß. Die geht einfach immer. Und zur Not kann man da auch Blumen drin transportieren oder Gartengeräte oder was auch immer. So, jetzt kommt die Frage. Alle an Ihren Telefon. Kann ich jetzt loslegen? Darf ich jetzt? Ja, nicht. Also, die Frage lautet, die jetzt ne? Beantworten. Was gewinnt man nochmal? Ich werde verrückt. Ja, ich bin doch gerade dabei. Nein, du wolltest schon mit der Frage anfangen. Sag erst, was man gewinnen kann. Was ich will, das weiß nur ich. Wenn du die Frage gewinnst, erklären, was man gewinnen kann, dann bimmelt ja das Telefon und totales Chaos. Dann geht ja alles durcheinander. Bist du jetzt fertig? Hinterher könntest du gar nicht ausreden. Oh, gib dem doch mal einen Keks, dem Mann, ey. Also, auf jeden Fall, ihr könnt gewinnen. Wie hast du da jetzt einen Tusch hintergesetzt? Ich glaube, ey, hier verschwören sich alle. Heute ist Freitag, der 13. Die sind alle verrückt. Also, Darf ich dir noch ein
ein Getränk kredenzen. Also ihr kriegt die einfach nicht, die Karten, diese wunderbaren Karten mit Anreise und Übernachtung und exklusiven Mitmachen bei One in einer Sendung eurer Wahl. Jetzt machst du auch noch den Kaffeeautomaten ab? Ich fasse das hier nicht, auf jeden Fall. Das ist das, was ihr gewinnen könnt, wenn ihr jetzt gleich anruft. Die Nummer wird eingeblendet, sobald ich die Frage gestellt habe. Nicht verzweifeln, einfach anrufen. Macht mal so, dass die Hotline zusammenbricht. Das würde mich freuen. Auf jeden Fall. Das war jetzt gemein, ne? So, ich habe heute auch was Gemeines auf Lager. Also, die Frage lautet, wie heißt eigentlich der Unterrock, den die Sarah versucht, unter ihr Kleid zu nennen? Nee, du darfst nicht. Psst. Anrufen. Anrufen, anrufen, anrufen. Genau, anrufen. Und wenn gleich der Hotbutton schlägt gleich zu. Nein, und wenn gleich mein Telefon klingelt, dann, wenn mein Telefon schellt, dann eile ich hier hin und jetzt habe ich nichts zum... Ey, ist was, meine. Ist nix, ey, ist meine. Dann bau du das hier feste dran. Komm, tu was, dass es hier schön stehen bleibt auf der hübschen Theke. Okay, ich warte mal noch. Das hier ist für die Ingelore. Das andere ist für die Melanie. Heute ist hier was los. So, nehmen wir mal so. Sarah, hast du es geschafft, umzufädeln? Ich warte mal noch. Ja, warte mal kurz. Unten hast du schon? Also ich habe, unten habe ich es schon. Genau, und dann einfach einmal feste ziehen. Zieh mal einmal feste. Also ihr seht, so. Die Sarah, das dauert ein bisschen länger, weil die ist wirklich absolute Nähanfängerin. Was aber toll ist, dass sie sich dann gleich an alles dran wagt. Ne? Und ihr seht auch, ich habe kein Erbarmen mit ihr. Sie muss es wirklich selber machen. Guck mal, hier einen Haken und dann runter. Okay, drücken. Und dann runter. Okay. Tada! Gut. Supi. Sobald es klingelt, werde ich ganz gemächlich zu meinem roten neuen Telefon gehen. Nee, hier hat noch keiner angerufen. Vielleicht weiß die Antwort niemand. Ha. Oder guck mal, ich glaube, da ist schon was los. Da ist irgendwie, glaube ich, schon der Jan, der kämpft. Oh, jetzt. Das Telefon geht. Ich bin ganz aufgeregt. So, dann würde ich sagen, nehme ich jetzt mal beim nächsten Schellen den Hörer ab. Jetzt. Hallo, hier ist die Britta vom Blabla Café. Wen habe ich da am Apparat? Hier ist die Annie. Hallo. Hallo, Anni. Das ist ja schön, dass du anrufst. Woher, von welcher Stelle aus rufst du an? Ich rufe aus Zierit an den Franken. Oh, aus Franken. Das ist aber eine ordentliche Entfernung. Das freut mich. Ja, liebe Anni, da warten, glaube ich, jetzt noch so ein paar andere in der, in dieser Schleife, falls du was Falsches sagst. Sag mal, liebe Anni, was ist denn die richtige Antwort? Wie heißt denn der Unterrock? Ja, der Petticoat. Anni, juhu. Super! Ich freue mich, du hast gewonnen. Du kannst. Ach, super! Ich ja. freue mich! Das ist schön. Also, dann wirst du demnächst anreisen aus dem tiefen Franken ins schöne Ruhrgebiet. Aus dem tiefen Franken ins schöne Ruhrgebiet, ja. Dann werde ich erstmal zeigen, wie schön das hier eigentlich wirklich ist. Nicht nur Franken ist grün, sondern auch das Ruhrgebiet. Es ist wirklich sehr schön hier. Anni, ich glaube, wir wissen alle deine Daten und ich freue mich total. Möchtest du noch jemanden grüßen? Du bist gerade live auf Sendung. Ja, ich grüße alle. Ist eine super Sendung wieder, hat mich sehr amüsiert. Dankeschön. Also das nächste Mal machst du bei einer super Sendung mit. Wir schließen uns noch kurz und ich freue mich, dich dann irgendwann begrüßen zu dürfen in diesem Jahr. Ja, super. Freue mich schon. Ich freue mich auch. Liebe Anni, Grüße nach Franken. Tschüss. Tschüss. So. Aus Franken. Da sieh mal einer, guck. Wieder so ein schöner Dialekt. Ja. Ja. So. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr schöne Dialekte. Es hier lebe das, die Vielfalt. Also, hier ist dann demnächst die Anni. Na? Liebe Anni, nochmal von meiner Seite aus. Muss ich zurückgehen, weiter vorgehen, sonst was tun? Muss ich irgendetwas machen? So. Liebe Anni, hier wird demnächst dein Name draufstehen und wir schicken dir ganz exklusiv diese beiden Tickets zu. Und wir werden uns nochmal kurz schließen, was du gerne in der Sendung nähen möchtest. Ich freue mich darauf. Bin schon ganz gespannt, jemanden aus Franken hier in meiner Sendung zu haben. Super. Ich freue mich. Bis dann. So, das hätten wir für heute, ne? Wollen wir noch was verlosen? Ich glaube nicht. Nö, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, die Monika, die sitzt da hinten, die brummelt schon. Wir kommen nämlich nicht zum Nähen heute. Aber heute ist Freitag der 13. Wie weit bist du denn? Kannst du mich hier einmal noch mal kurz... Ich helfe noch mal einmal. Also für alle, die... Unterstützen. Unterstützung. Für alle, die sich mit so einer Nähmaschine erstmal anfreunden müssen,
Das mit dem Einfädeln ist eigentlich gar nicht so schwer. Die meisten neuen Maschinen haben nämlich so ein Fadenleitsystem. Ne? Da steht immer, wo man so hergehen muss. Und das hast du bis hierhin ja auch schon richtig gut gemacht. Ja, knifflig, du bist doch jünger als ich, du kannst besser gucken, das kann eigentlich gar nicht sein. Jetzt ist das Knifflige, was die Sarah immer als knifflig bezeichnet, ich kipp das Ganze mal, ist, dass der Faden hinter diesen Haken hier hinten hinter muss, aber das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil man kann den, lass mal, hältst den schon krampfhaft fest, den Faden, ne? So, indem man den einfach nimmt und dann so vor den Finger hakt und dann da hinten rum. Kann ich das natürlich nicht, weil ich die... Nee, doch, kann ich wohl. So, einmal da rein, zack, und dann ist er dahinter. Wichtig ist immer, dass der Faden, egal wie eure Öse aussieht an der Nadelstange, immer da oben drin ist. Okay, jetzt können wir ja den Einfädler nehmen. Und was habe ich jetzt zu dem Einfädler gesagt? Lieber nicht benutzen. Ja. War nett ausgeholt. Liebe Firma Yuki, ich komme mit diesem Teil nicht klar. Und noch habe ich gute Augen, es tut mir leid. Ich mache die Maschine mal einfach an. So, hab ein bisschen Licht, hab den Faden gerade schon eben schnell angeschnitten, schwupps, neu angeschnitten. Und dann wird er sofort zackig durch dieses Nadelöhr geführt und nach hinten gelegt. So, das ist alles. Jetzt habe ich das jetzt verknotet da. Ja, so, jetzt ist gerade. Okay. Das ist alles. Liebe Sarah, jetzt musst du was machen. Jawohl. Hast du noch deine drei Teile? Weißt du noch, welches war? Oder hast du die jetzt alle zusammengeknuddelt? Ich weiß jetzt nicht. Ich werd verrückt. Liebe Sarah, ja. Man muss auch ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, Ordnung halten hier. Mit dem ganzen Tüll? Ja, mit dem ganzen Tüll. Ja. Sarah! Jetzt muss ich das eine Teil nochmal holen. Wir müssen drei Teile haben. Eins liegt nur auf dem Boden. Ah! Immer heute jetzt mir auf Trab. Das war mein Drittel. Genau. Das ist schon mal weg. Das ist schon mal weg, das unbekannte Drittel. Jetzt muss ich noch mal eben schnell den Rock holen und dann gehe ich gleich wieder zu Monika. Ich bin sofort wieder da. Bin sofort wieder da. Mädels, kommt ihr weiter? Ja. Wir haben ja heute so viel zu verlosen. Es tut mir auch leid. Aber wir sehen uns bestimmt noch mal wieder. So, liebe Sarah, jetzt muss ich noch mal einmal gucken. Wie wir das hier hinkriegen. Guck mal, ich habe dir schon zwei Overlocks hingestellt. Wir haben noch nicht eine Naht beide genäht. Gleichzeitig. Wir haben nicht eine Naht genäht, wir beide heute. Guck mal, dafür habe ich schon ganz viel geschnitten. Das stimmt, das ist ja auch viel Arbeit. Und du hast schon vor der Sendung ganz viele Rüschen genäht, die wir auch noch nicht angenäht haben. Also du kommst einfach nochmal wieder. Jetzt müssen wir mal eben kurz checken, ob das die doppelte Bahn ist. Ha, sieht gut aus. Halt mal bitte üben. Hast du Durst, Monika? Ja. Kümmert der Martin sich nicht? Genau. Martin findet das ganz toll, wenn man ihm winkt. Sabine, ich hab Durst. Das ist ähnlich, ne? Das ist egal. Also wir können jetzt das oder das nehmen. Ich nehme jetzt das, weil ich das schon fertig habe. Das ist schöner. So. Jetzt musst du Folgendes machen. Jetzt kannst du, ohne dass wir hier so einen Wurm reingedreht haben, das einmal ganz normal, knappkantig nähen. Das heißt, Füßchen runter, den Stich lassen und einmal die automatische Verriegelung reinpacken. Genau. Genau, und nähen. Und los geht's. Genau, und am Ende auch verriegeln. Und wenn du das hast, dann müssen wir die Stichlänge ganz groß machen und dann musst du wieder einmal im Kreis nähen. Ist auch schön. Im Kreis nähen ist super. Im Kreis nähen ist super. Okay. Dann gucke ich mal bei meinen anderen beiden Damen. Super, das läuft. Die Sarah läuft. Näht. Die Sarah näht ihre erste Naht. Gut. Danke. Jetzt brauche ich was Kaltes. Der Kurt, der spielt die Abschlussmelodie. Wir haben noch 17 Minuten. Nur noch? Ja, das ist doch immer so hier. Ja, du kommst ja immer mit besonderen Sachen, die ich machen muss. Deswegen werde ich auch nicht fertig. Wieso besondere Sachen, die du machen? Du hast dir das Kleid ausgesucht. Du hättest ja nun auch einfach mal so einen geraden Sack nähen können. Ich hätte einen, ja. Auf jeden Fall habe ich die Brustabnäher jetzt hoffentlich zu deiner Zufriedenheit. Und so die Falten habe ich fixiert. Super. Und die Falten hast du rausbekommen und hast du genauso gemacht. Ja, schön. Das ist doch gut so. Super. Okay. Jetzt beim Rückenteil war nichts zu machen. Nein. Hat sie, ich muss mal eben kurz niesen. Vorsicht tun! Ich nies so.
kann auch nichts dafür. Ich habe aber dem Ton gesagt, er soll mich ausstellen. Wenn er es nicht macht, dann ist jetzt allen Zuschauern die Nase weg, die Ohren weggeflogen. So, die Nase. Okay, jetzt folgendes. Jetzt müsstest du Vorder- und Rückenteil aneinander nähen. Ich denke, da kommt die Blende dazwischen, ne? Nein. Du hast die Blende doch auch schon zugenäht, oder? Ja, ich habe aber mehr nicht gemacht jetzt. Aber die Blende, kommt die da dran oder in das Teil rein? Ich denke, es sieht so aus. Es sieht so aus. Das ist ja doppelt das Teil und ich denke mir an, dass dieser Stoff dazwischen irgendwie kommt. Das heißt, dass ich erst ein Blendenteil annähen muss, vermute ich, auf die eine Seite und, nein? Britta? Bitte! Aus dem Chat? Der Chat! Andrea sagt Gesundheit. Ach, Gesundheit! Danke! Danke, liebe Andrea. Manchmal niese ich einfach. Ich kann auch nichts dafür. Guck mal, also, liebe Monika, du hast... Eins hatte ich fertig. Eins hattest du fertig. Where is it? Okay, also du hast ja bereits dein Teil hier fertig genäht, ja, richtig? Ja. Und das Teil wird hier dran genäht. Und zwar so, dass das da drin liegt. So sieht es zumindest in diesem Bild aus. Okay? Mhm. So. Ja? Mhm. Ja? Mhm. Jetzt hast du das ja auch schon zugenäht. Mhm. Das heißt, es ist ja auch richtig so. Und deswegen nähen wir jetzt als nächstes auch hier oben das Teil auch zu. Dass wir den gleichen Ring haben, wo was drankommt wie hier. Ah. Ah! Also das Schöne ist... das ist schön... Das Schöne bei der Monika ist wirklich, es ist das Herzallerliebste hier mit ihr. Jedes Mal, die glaubt mir erstmal gar nichts. Das finde ich immer so sehr sympathisch, da ist der Faden nicht richtig eingefädelt. Also, sie glaubt mir erstmal nichts und dann versuche ich sie immer stückchenweise zu überzeugen und dann siehst du richtig, es rattert und rattert und dann macht's ah. Aber wenn sie ah sagt und ich nee, bin ich schon mal froh. Also, meine Liebe, wir nähen jetzt mal eben ganz schnell diese beiden wunderbaren Nähte zusammen. Und die willst du wahrscheinlich auch auseinanderbügeln oder in eine Richtung. Also die sind ja sehr dünn, also die kann man, glaube ich, zusammen, ne? Sofort mit der Overlock. Mhm. Das daran und das daran. Schwupps. Mhm. Na gut. Ich guck da jetzt nicht rein. Nein! Vertrau dir mal, blind. Also bei Oné ist es immer so, ich bin hier eigentlich nur zur Show. Eigentlich sind hier alle nur dazu da, um nach diesen Anleitungen zu nähen. Ja, dann bin jetzt gleich ich beleidigt. Bin ich ja gleich fertig so, hier. Gleich bin ich tiefst beleidigt. Nein. Ja. So. Oh, die Sarah hat tatsächlich ihre erste Naht genäht heute. Hast du super gemacht. Ganz, ganz toll. Also mit diesem Tüll, das hat sie wunderbar zusammengewuselt. Das können wir jetzt auch in eine Richtung nähen. Jetzt machen wir das, was wir bei dem letzten Mal auch gemacht haben. Bei dem ganzen Raffteil da, ne? Was haben wir da gemacht? Erinnerst du dich noch? Ich muss mit Sarah mal so ein bisschen reden, weil sie, die muss ja lernen. Sie will ja lernen und sie wollte kein Kissen. Sie wollte sofort mit dem ganzen Getöse anfangen. Also, so ist es. Also muss sie jetzt das auch gefallen lassen, ob du das gemerkt hast, was ich jetzt so schon mal mit dir durchgesprochen hatte. Also, jetzt kommt der große Stich wieder, um wieder zu raffen, um zu ziehen, den Unterfaden. Ja. Das ist das gleiche Prinzip wie bei deinem Röckchen. Bei Was musst du da umstellen? Erinnerst du dich noch? An der Maschine? Hier, bei einem... Erstmal die Verriegelung raus. Hier auf 3,4. Mal weiter. Eben bis nach oben. Weiter, weiter, weiter. Also eine ganz... Weiter, bis nichts mehr geht. Okay. Eine ganz lange Stichlänge. So, und jetzt fängst du an, mit dem Füßchenabstand hier einmal im Kreis zu nähen. Genau. Ja. Und hinterher rausnähen, dass wir noch ein bisschen den Unterfaden ziehen können. Okay. Okay, gut, dann starte ich schon mal. Nicht das abschneiden. Ist so richtig bei den. Guck mal, die Kante von dem Tüllstoff ist die Kante von dem Füßchen. Genau, okay. Ganz wichtig. Gut. Und ab in den Kreis genäht. Ab. Los geht's. Ne, wobei, das ist wiederum eine gute Übung für einen Nähanfänger. Immer schön an einer Kante entlang im Kreis nähen. Sehr schön. Du machst das super. Okay. Monika? Ja, ich wollte mal fragen, wo kann ich hier am besten sehen, Britta, wo hier die 1 cm Einteilung, wo kann ich mich danach richten? Ich habe jetzt einfach mal genäht. Hast du super gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, wo kann ich jetzt hier erkennen,
Da ist gar nichts zum Erkennen. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen ausgemessen hier. So kann man auch nicht. Also ich gehe immer hier an dieser Kante entlang und schneide etwas ab und dann hast du meistens einen Zentimeter. Das ist eigentlich ganz gut. So. Ja, das war jetzt die eine Die werden, ach so, hast du beide schon? Nein, eine. Die werden dann beide nach hinten gelegt und dann müssen wir ganz kurz eben bügeln. Sabine, wo bist du an welchem? Oh, ich nähe gerade von oben nach unten alles zusammen. Das machst du schon? Ja, ich bin zweites Teil schon und dann kann ich anziehen. Falls, ja! Also Säumen können. Die Säume, ja, die Säume. Über die Säume wollen wir jetzt nicht reden. Aber ja, toll. Dann können wir gleich noch eben schnell ein bisschen bügeln. Und dann geht das. Ich bräuchte jetzt Platz hier. Kampf mit dem Kameramann. Doch, ich nehme jetzt auch mal das Kabel und halte das schon mal weg. Das ist Martin. Merci. Oh, lass das Bügelbrett stehen. Lieber Sohn. Gar nicht so einfach hier, ne? Wir sind nicht viel weitergekommen an deinem Kleidchen. Aber wir schaffen das irgendwann. So, also die wollten wir ausbügeln. Jetzt hatte ich das zwischendurch schon aus. Brauchst du gar nicht viel Hitze, ne, bei dem Material. Und eh nicht so feste, wird dann schmort hinterher ja, noch die Einlage weg. Also es reicht wirklich, wenn man da mit dem... Ich bin immer auf Wolle. Also grundsätzlich bin ich immer so ganz kurz hinter Wolle. Dann kommt auch schon Dampf vorne raus. Das reicht mir an Wärme bei ganz vielen Sachen. Also selten, dass ich wirklich bis auf hinten Leinen bügel. Auf keinen Fall. Also wirklich, wenn du eine ganz knittrige weiße Tischdecke aus der Wäsche geholt hast, dann kannst du das machen. Das ist jetzt schon mal schön platt geworden hier. Zur Not kannst du es auch noch mal von der rechten Seite ein bisschen nachbügeln. Musst du aber nicht. Könnte Glanz geben, aber bei dem geht das. Und bei deinen musst du das jetzt nach hinten bügeln. Also die Schulternähte... Vorne ist, da ist vorne. Genau, die Schulternähte bei den Teilen, wenn ihr die macht, immer gerne nach hinten bügeln, die Nahtzugabe, sofern ihr die nicht auseinander bügelt. Aber also wir das haben jetzt so nach... Nach hinten, da. Genau. Und wie weit schneide ich das dann hinterher ab? Das kannst du ganz abschneiden. Ganz abschneiden. Kannst du, mach mal so schon mal, dann können wir die beiden so hinlegen. Ach so, das ist und das in hier. Einem bügeln. Haben wir gar keine Schere hier? Klaue ich dir mal eben eine. Oh, die kleine von Prümla. Von Prüm. Da ist dir dein Wonderclip runtergefallen. Ach, dann hat er bestimmt irgendwo gehangen. pass mal auf. So, er kommt jetzt dahin, dann haben wir den da. Ist ja deiner. Nee, die ist von Sabine. Ach, Sabine. Ja, oh. das sind die schönen Schmalen. Das sind die Schmalen? Von der Kreativa. Sabine, hast du wieder andere Wonderclips organisiert? Das sind die schönen Schmalen, ne? Von der Kreativa, die habe ich auch. Richtig toll. Was? Jetzt müsst ihr mir gleich nochmal aufklären, was da gewesen ist. Wir schneiden das ab und schmeißen es auf den Boden, wie immer ja, im Blabla-Café. Ja, dann kannst du das auch dann gleich. Ach, guck, ja. Also wenn du schon mal dabei bist, wenn dann schneid es auf den Boden. Schon. Bitteschön. Danke. Die Nähte braucht man übrigens nicht verriegeln. So. Kriegt man eh nicht auf. Ja, und aua. Jetzt muss das irgendwie... Ich werde hier ich werd hier gemobbt vom Kameramann. Ja. Dann da dran. So, genau. Und jetzt wird das Ganze verstürzt. Jetzt haben wir das, was das soll jetzt da dran. Und jetzt können wir das so feste stecken oder Wonderclipsen. Das würde ich jetzt allerdings wirklich stecken. Dass hier die Mitte auch genau auf die Mitte drauf kommt. Jetzt brauchen wir mal gleich ein paar Stecknadeln. Ja, dann müsste man das einschneiden und dann musst du was hier an der dass die Ecke muss beim Nähen eingeschnitten werden. Beim Nähen schon. Ja, du hast einen eckigen Ausschnitt. Eckige Ausschnitte sind schon eine wunderbare Herausforderung. Aber nichts ist so schön wie selber nähen. Jetzt müssen wir mal eben stecken. Also, liebe Kameramänner, wir müssen mal eben das Weite suchen. Wollte ich das Täschchen ist runtergefallen. Ach oh, das Täschchen, bloß ich nicht. Doch mal. Wir stecken. Sarah, bist du schon einmal rum oder noch nicht? Ich bin doch mit meiner Schildkröte unterwegs. Schildkröte. Sarah ist mit Schildkröte unterwegs, genau. Also... Sarah näht schön chillig. Ja. Aber du hast jetzt ja nicht vor, das Kleid morgen anzuziehen, ne? Also ich meine... Nein. Nein, Sarah. So. Nein. Alles gut. Sarah schafft das nicht. Also, wir haben jetzt hier die Mitte. Einmal von deinem Ausschnitt. Da bin ich da, richtig? Ja. Und dann fixiere ich schon mal einmal die Mitte von deinem Beleg. Auch da. Da mache ich mir jetzt erstmal einmal so eine Nadel hin. So. Okay? Jetzt geht's weiter. Düp, 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 düp. Und immer schön rechts auf rechts. Auch wenn man es nicht glaubt.
Und das muss jetzt wirklich hier rein. Jetzt sehen wir schon, das ist ein bisschen ausgezogen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch wirklich so passt. Die Nahtzugabe geht nach hinten. Und der Beleg muss jetzt auch wirklich da drauf. Genau, auf Naht auf Naht. Genau, nein, pass auf, ich stecke das erstmal. Ja. Glaubst du denn, ich mache das? Nein, da bist du mir viel zu pingelig zu. Das machst du gefälligst gleich selbst. Entschuldigung. Aber da bist du zu pingelig zu. Und deswegen sage ich dir nur das Prinzip und dann darfst du das schön selber machen. Ja, es ist ja auch so, wenn ich was für andere nähen würde, dann würde ich das ja auch nur abgeben wollen, wenn es wirklich schön geworden ist und mir auch gefällt. Oh. Oder? Ja, aber das ist ja, aber man muss sich ja auch trauen und an was ran. Und wenn es nicht ganz hundertprozentig ist, dann schau dir doch mal die Sachen an, die du gekauft bekommst. Ja. Da müsstest du ja praktisch nackig rumlaufen. So, hier ist ein Knips und da ist ein Knips und die kommen übereinander. Das sind deine Kontrollknipse auf der Strecke. Da ist der Schnitt wieder schön. Ne? Mhm. Und dann kann man das im Prinzip dann so feststecken. Und jetzt kannst du das ganz in deinem Halsloch einmal so rundrum feststecken. Mhm. Und so rundrum müssten wir das dann auch einmal dann annähen. Mit der Overlock direkt? Nein, auf keinen Fall. Das wird auf jeden Fall nicht mit der Overlock genäht. Ach, nein. Ah, ah. Ja, oh, und wo sagtest du, muss das eingeschnitten werden? Gar nichts. Ach, noch nicht? Erstmal stecken. Ach so, erstmal stecken. Zwei Ecken. Ach so. Jetzt ist Sabine weg. Sabine, willst du schon anziehen? Sabine ist schon zum Anziehen. Jetzt gucken wir uns doch mal gleich hier Sabines wunderbaren Arbeitsplatz an, wie immer. Überall liegen Wonderclips rum. Sabine ist also schon mal in die Umkleidekabine vorgedrungen. Und Sarah, wie weit bist du mit deiner Naht? Gleich durch. Gleich durch? Du weißt ja, dass du zwei machen musst, ne? Ja. Ja. Sei doch nicht immer so negativ. Nein, ich bin nur ehrlich. Mensch. Ja, das ist doch nicht Mensch. Mann, Mann, das sollst Mann. Du gleich selber zusammensuchen. Jetzt guck mal, was die hier für ein Chaos verbreitet, die Frau. Oh. So, also das sind die besonders Special Wonder Clipse. Ja, kann sie gleich mal was sagen. Okay. Sarah, wir haben also die erste Bahn von dem Tüll genäht, aber noch nicht ganz fertig gemacht. Ich glaube, wir müssen zwischendurch noch mal so ein bisschen nacharbeiten. Und ihr könnt mehr erfahren, wenn ihr mal in der O-Näh-Gruppe vorbeischaut. Ja, da werde ich vielleicht noch ein bisschen so zeigen, wie wir dann diesen Rock, diesen Tüllrock so peu à peu mal weiternähen werden. Weil ich glaube, sonst ist die Sarah wirklich noch Weihnachten. Und zur Weihnachtsfeier hat sie ihr Kleid immer noch nicht an. Ich mache nächste Woche noch ganz viel. Ja, aber wir werden das dokumentieren. Also ihr das könnt das entweder auf der Facebook-Gruppe mal bleibt nachschlagen. Dran. Bitte? Bleibt dran. Bleibt dran. Ja, bleibt dran. Und oder auch mal auf www.blabla.café gucken. Das ist nämlich unsere Website. Und da sind immer unter jedem Beitrag, also unter jeder Sendung, so ein netter Artikel eigentlich drunter. Ich bemühe mich wirklich. Und da schreibe ich dann, glaube ich, auch noch mal was dazu, damit wir so ein bisschen weiterarbeiten. Weil wenn wir jetzt wirklich, dann müsste ich Sarah jetzt praktisch immer so als Dauergast in so eine Katzenecke, so in jede Sendung eigentlich reinsetzen. Egal welches Thema. Sarah näht geradeaus. Du machst das super. Ich finde das ganz toll. Nein, sei nicht beleidigt, das ist echt toll. So. So. Auf jeden Fall könnt ihr da was finden. Und falls ihr noch mal Ideen habt, oh, Vorsicht, noch nicht. Falls ihr noch mal Ideen habt und gerne mitmachen, ne, geh noch mal schön zurück. und hier mitmachen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch ganz gerne machen. Also, ihr könnt euch bewerben und hier mitmachen und wir verlosen nicht immer die Anreise und die Übernachtung, aber haben wir heute mal ausnahmsweise gemacht. Und aber vielleicht schafft ihr es ja trotzdem, hier vorbeizukommen. Wir sitzen eigentlich mitten in Deutschland, das ist eigentlich ganz nett hier. Und ihr könnt vorbeikommen und mitnähen oder als Gäste. Ihr seht schon, da hinten sind schon ein paar Zuschauerplätze, die hätte ich eigentlich gerne mal gefüllt. Aber die sind bis jetzt immer noch leer geblieben. Also für alle, die hier in der Umgebung sind, kommt einfach spontan vorbei. Es macht auch ein bisschen Spaß, hinter die Kulissen zu gucken. Es ist auch hinter den Kulissen so chaotisch wie vor den Kulissen. So, die Sabine stiehlt mir jetzt die Show. Wir haben noch 2 Minuten. Wir werden eh alle nicht fertig. Das bedeutet, du nimmst dein gestecktes, wir stecken noch schnell so ein bisschen und legen das dann über eine Puppe. Und die Sarah, was ist mit dir? Wir stecken das wieder hin, so wie wir das am Anfang gesehen haben. Genau, so machen wir das. So machen wir das. Und wir nehmen einfach nochmal... Nee, du wartest noch einen kleinen Moment. Du stiehlst mir sonst die ganze Schlussgeschichte-Show. So, wir gehen schon mal langsam zum Bügelbrett, damit ich nicht wieder überziehe, weil ich kriege ja immer Mecker. Wir werden eh nie fertig. Auch das scheint hier so gesetzt zu sein bei uns.
Und wir werden gleich Monikas goldiges Stückchen hier vorne hinhängen. Also wir machen gleich das Abschlussbild hier vorne. So. Das heißt, die Sarah. Jawohl. Komm mal her, meine Liebe. Ja, ich sag bin nicht da. Immer jawohl. Komme ich mir immer so vor wie beim Militär. Ist doch gar nicht so schlimm. Wir können dir das auch, nee, das können wir dir nicht überziehen, damit wir schon mal sehen, von oben drüber, einmal drüber und dann da halten, dass man, komm, dann kommt das. Komm, das hatten wir ja schon mal. Das, ja. Wir können ja auch so sagen, dreh dich mal um einmal, ja. Das, als hätten wir das in der Sendung genäht und nicht die Tage vorher. Jetzt musst du nur einmal mit deinem Arm da durchschlüpfen. Jawohl. Erst in eine, so wie Superwoman. Yes. Ja, oh, oh, knack, oh. Geht aber. Tiefer. Ja, so sieht auch gut aus. Stopp. Genau, mit Sender und allem Schnick, Schnack, Schnuck. Genau. Also ihr könnt euch schon mal vorstellen, dass so das Röckchen von der Sarah irgendwann mal werden soll. Kann ich auch noch mal drehen. Pause. Komm mal her. Links. Stopp, stopp, stopp. Ich steck dir jetzt das Oberteil hier auch noch irgendwie an. Ja, mach. Was hast du jetzt davon? Kurt, komm, die letzten 2 Minuten, lass uns nicht hängen. Und singt der Martin hinterher. Das wollen wir alle nicht. Kann doch gut singen. Psst. Nicht. Also, stachel ihn doch nicht an. Komm, Martin. So, meine liebe Sarah, wir können ja jawohl. Schon mal... So, ich hör auf mit dem Jawohl. Bitte, bitte. Okay. Ja, sei lieb. Dreh ich noch mal einmal ein bisschen so zum Sento hin. Ja. Damit wir schon mal sehen, dass es auch wirklich... es wird was. Also so ein Kleid zu nähen und das als jemand, der überhaupt nicht nähen kann eigentlich. Ne? Wenn der doch übt. Das ist schon eine schöne ist Sache. Ist schon ganz schön. Wir müssen ja noch das Futter schneiden. Den Futterschnitt habe ich auch noch nicht gemacht. Also deswegen, wir haben noch genug zu tun. Kommen wir da jetzt überhaupt rein? Habe ich es zu eng abgesteckt? Wollen wir nicht offen? Weil ich weiß nicht. Da müssen wir noch einen Keil reinnähen. Ja, es muss ja ein bisschen enger sitzen. Aber ich bin auch zu hoch mit dem Ganzen. Atmen darfst du jetzt nicht mehr, habe ich gerade festgestellt. Sag mal. Okay. Das habe ich doch gestern abgesteckt und gestern war das gut. Sarah, ich atme nicht. Sarah atmet übrigens nicht mehr. Nein. Nein. Stopp, ich hänge das jetzt da eben dran. So, meine liebe Monika. Ja. Kommst du? Ich bin noch nicht so ganz fertig mit Stecken, aber... Ja, ich muss hier mal her. Oh, ne, nicht so eine lange Nadel hinter, kriege ich doch noch Schimpfer. Weil ich da irgend so eine Ader Zack. Getroffen habe. Blut am Freitag, den 13. wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, wäre doch ganz gut. Das Messer durfte ich ja nicht. Also irgendwie müssen wir noch mal gucken, was ich da gestern gemessen habe. So, das kriegen wir aber hin. Aber dann holst du eben keine Luft, ziehst ein Korsett. Nein, das passt ja auch hier. Nur du hast ja noch so ein Gefrömmel da drunter und der Sender, das ist alles, passt alles nicht so das richtig. Das passt alles nicht, okay. Aber eigentlich passt es. Wenn du keine Luft holst. Okay. So. Das muss natürlich dann, das müsst ihr euch so, höher vorstellen. Genau, hoch. Hoch soll es sein. Hoch soll es sein und dann kommen da noch ganz viele Rüschen dran. Wo sind meine Rüschen? Nee, komm deine Rüschen, jetzt auch noch deine Rüschen. Da. Komm, so, ich würde sagen, jetzt können wir das Abschlussbild gut gebrauchen. So, die hänge ich mir jetzt einfach um, komm. Mach ich doch La Paloma. Aloha, keine Ahnung. Aloha. So. Genau. Ja. Und jetzt darfst du reinkommen. Jetzt schnall rein. Einmal ja. Langsam. Ja. Das Tulpenkleid kommt reingeschwebt. Komm her. Echt schick. Sehr echt schön. Schick. Dreh dich nochmal rum. Sehr schön. Top. Ja, ohne, ich gestehe, Britta, ich muss was gestehen. Einfach eine Größe genommen ja. Von Patty Du. Ich habe gedacht, nehmen das Größte, was da ist. Alles andere ändern wir. Ja. Und es passt. Ja. Ich fühle mich echt total wohl. Sehr ja. Schön. Also sie hat einen guten Schnitt. Ja. Das ist Chloe. Chloe. Ja, guck mal. Ja? Dreh dich mal einmal rum. Nochmal einmal. Ich würde jetzt noch einmal hinten zupfen, aber du hast jetzt auch noch keinen Unterrock da drunter an. Und die Naht nicht gebügelt. Und den Sender da hinten, ne? Ja. Nee, das ist gut. Ja? Ja. Das ist auch hier also hinten es ist gut. Angegeben, dass man hier eventuell noch einen Gummi ja. Einzieht. Nö, muss aber nicht. Aber muss nicht. Nein, das ist alles gut so. Es ist echt gut so. Kann man nicht anders okay. Sagen. Sehr schön. Nächstes Modell mit kurzem Arm. Das gleiche nochmal mit kurzem Arm. Jetzt hast du es aber auch einmal genäht und weißt Bescheid, wie es geht. Auf ne? Jeden Fall. Und der Stoff ist auch angenehm. Und ja, guck mal, jetzt müssen wir noch einen schönen Saum machen. Eventuell musst du nochmal gucken, ob dir die Länge so gefällt oder ob es ein bisschen länger ist, dass das die Endlänge ist vielleicht. Weiß ja, ich nicht. Ja, mir am liebsten. Aber die Frage ist, wo kriegen wir den Stoff her? Ne? Da ist jetzt nichts mehr da.
Dann müssten wir gucken, ob wir eventuell einen ganz kleinen anderen Stoff daneben nehmen. Ein bisschen habe ich noch. Meinst du, wir einfach gegensetzen? Ja, oder so? Du paspelst das noch mit einem anderen irgendwie ab. Aber dann hat man immer so einen Bruch in der Optik drin. Das die ist Länge wäre die so richtige. Ja, so würde ich sie am liebsten tragen. Genau, das denke ich mir. Und dann habe ich mir jetzt, dann fehlt jetzt so ein bisschen die Nahtzugabe. Müssen wir noch mal telefonieren und gucken, ob wir da nicht noch mal ein bisschen tricksen oder du lässt unten drunter noch mal was durchgucken. Das geht vielleicht auch. Nee. Willst du nicht, ne? Du willst es schlicht haben. Dann ist das einfach so. Dann ist das so. Dann ist das einfach so, wie es ist. Auf jeden Fall sehr schön geworden und bis zum Säumen. Du darfst es jetzt tatsächlich zu Hause zu Ende nehmen. Danke. Juhu. Danke. Dein Projekt ist fertig geworden. Danke. Also richtig schön und ja, bequem und nett und dann ist es auch eine schöne Sache. Schmeichelt den Bauch? Ja, der Bauch. Aber du, gut, das willst du machen. Der ist halt da, der Bauch. So, die Monika, die hat auch ein Strandkleid genäht. Spätestens nächstes Jahr geht's wohin, meine Liebe? Nach Florida. So, nach Florida. Und spätestens da kann man hier die Palmen und die Hibiskusblüte gut anziehen. Du hast es richtig zugeschnitten. Toll. Mit dem Muster nach oben. Ne? Du hast ja ein Kopfmuster. Das ist auch richtig rum. Ja, das ist beim Zuschneiden auch nicht immer so einfach. Dann denkt man, ach, ich lege das mal andersrum oder so. Aber bei dem konnte ich es noch gut erkennen. Bei diesem war es schon schwieriger. Ja, genau. Und das hast du jetzt richtig super gemacht. Und hier oben kommt jetzt dann noch der Beleg dran. Den müsstest du jetzt wirklich als erstes annähen. Und dann die Seitennähte runterschließen. Und dann mal zu gucken, wie sieht das Ganze so aus. Ja. Und dann wird der Beleg andersrum wieder dran gesetzt. Dann wird es hier dran genäht und nach innen geklappt. Und das Gleiche machst du auch praktisch mit deinen Armausschnitten. Weil das sind ja ganz schmale Streifen nur, die da genau, aber die werden dann nach innen geklappt, damit man praktisch, wenn man da reingucken kann, einen schönen Abschluss hat. Ne? Und die Seitennähte, die nähe ich dann jetzt auch mit der Overlock. Die Seitennähte kannst du gleich die nach Blende, der Sendung alles, noch eben... Was mit der Blende zu tun hat, mit dem genau, die würde ich gleich einfach sagen, nach der Sendung nähst du die nochmal eben schnell runter. Aber darauf achten, dass hier, meine Lieben, der Abnäherinhalt nach oben zeigt und nicht nach unten. Das heißt, da wird also nicht abgeschnitten? Doch, das schneide ich gleich ab. Nein, ich meine jetzt auch der Rest hier da drin. Nein, denn der Rest ist da drin. Den hätte ich eventuell sogar Nein. Das also, nochmal einmal für die Kamera. Wir haben ja hier den Abnäher genäht und den Abnäherinhalt hier, dieses Dreieck, was da ist, das hier, das Stückchen, was übrig ist. Und das bitte nicht abschneiden, bitte drin lassen. Nur daran denken, dass hier, dieses, weißt du, was da drin ist? Ja. Nicht abschneiden. Nur immer daran denken, dass der Abnäherinhalt nach oben liegt, wenn ihr jetzt gleich die Naht schließt. Das mit dem Staub habe ich mir gemerkt. Mit dem Staub, die Staubkante. Ja. Das ist was, damit treffe ich jetzt wieder deinen Nerv. Ja, ne? Den habe ich auch sofort verstanden. Also keine Staubkante auf Abnähern. Auf keinen Fall. So, das war jetzt das Projekt von der Monika. Ein nettes Strandkleid und mit der Blende auch du. Tastest es sich ja jetzt erst gerade so langsam an Oberteile wirklich ran. Dann zeigen wir nochmal einmal, komm nochmal nach vorne, deine Bluse, die du in der Blusensendung angefangen hast und gesagt hast, nee, ich nähe die zu Ende, egal was Britta sagt, ist ja auch in Ordnung. Und hast sie heute mitgebracht, zeig die nochmal einmal. Ja, also ich habe hinten eine Passe und eine Passpelle. Genau, die hatte ich dir auch schon nicht ordentlich genug dran Die habe ich alle wieder abgetrennt. Ja, alles abgetrennt. Ja, genau, da hast du nämlich die Passpelle noch dran gemacht und das war die Kellerfalte, die ich auch nicht ordentlich genug genäht hatte oder angefangen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das eine sehr schöne Bluse geworden. Und hier oben sind also keine Abnäher dabei, dafür sind hier oben Falten. Zwei Falten. Genau. Die haben dann die nötige Weite. Ja, die haben ein bisschen mehr Weite, dass man dann halt so ein bisschen kaschieren kann, ne? Ja. Hast du auch eine schöne Falte hinten, ne? Ja, auch eine Kellerfalte, so wie du vorne auch hast. Also der Schnitt gefällt mir sehr gut und da werde ich mit Sicherheit auch nochmal was Kurzarmiges mitmachen. Ja. Sehr schön. Das war auch, hast du gesagt, dein erstes Teil? Das war mein allererstes Bekleidungsteil. Konfektionsteil. Ja, toll. Ja. Super. Siehst du, Sarah, ne? Das wird, es wird, wir schaffen das. Wir haben jetzt auch zwischendurch, den heben wir nochmal hoch, ne, so. Also es soll hinterher dann so da dran und dann kommt irgendwann dieser unglaubliche Petticoat da drunter. Wir halten euch auf dem Laufenden und hier kommen überall noch Rüschen dran und noch Spitze und ich weiß nicht, was du da alles noch ausgesucht hast. Also die Sarah ist ein sehr, sehr, sehr mutiges Wesen und fängt nicht gleich an mit so einfachen Sachen, kann jeder, sondern sie näht sich nicht einfach mal ihr Traum Kleidchen. Richtig. Und da arbeiten wir dann so ein kleines bisschen immer weiter das ganze Jahr hindurch. Also bleibt am Ball und ja, guckt mal, wie es sich so weiterentwickelt. Genau. So, ich bedanke mich nochmal bei meinem ganzen Team und freue mich, dass die Melanie Ernst die Burda Stylebox gewonnen hat. Ich mache das auch dahin, wie auch immer. Und dass die, wie hieß deine Favoritin, das Gedicht? Wie hieß sie nochmal? Irmgard?
Irmchen? Ingelore! Ingelore! Himmel! Die Ingelore! Irmchen! Jetzt kriege ich bestimmt erstmal böse Briefe. Die Ingelore hat für das. Dankeschön. Hat für das nette Gedicht, was der Martin gleich einfach nochmal am Ende der Sendung gleich einfach vorträgt, bevor der Abspann losgeht. Komm, es war so schön, wir blenden. Das ist heute unser Fade-Out. Komm, das holt schon mal den Zettel und nimm mal ein Schlückchen. So, die kriegt nochmal hier gleich wunderbarerweise so ein kleines Set vom Blabla-Café. Und die Anni, wo ist mein Zettel? Hast du den? Die Anni aus Franken. Komm mal an meine Seite. Du hast heute so viel gearbeitet. So, die Anni aus Franken, die kommt uns besuchen. Ich freue mich total, wir bleiben in Kontakt. Sie darf sich ein Sendungsthema aussuchen. Irgendwas Einfaches, weil sonst muss ich es doch in Franken wieder alleine zu Hause zu Ende nähen. Aber ich glaube, die Anni, die hat es drauf. Das hörte sich so an. Anni, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich auf eine wunderbare Sendung mit dir und ja, dir und deiner Wunschperson ein schönes Wochenende. Oder nicht Wochenende, eine schöne Übernachtung und An- und Abreise, so rum. Ein ganzes Wochenende ist es nicht. Hier in Dortmund. Okay, dann würde ich sagen, bedankt ans ganze Team. Du fängst an zu reden, Kurt hat auf zu spielen. Was rede ich noch? Der Abspann läuft. Nochmal Ingelore? Ja, das ist doch ein Träumchen gewesen. Oder möchtest du ein anderes vortragen? Nimm noch ein kurzes. Und zum Abschluss noch aus der Facebook-Gruppe noch ein kurzes. Komm, dann nehmen wir noch eins, was du noch nicht hattest, Martin, hier zwischen den ganzen. Ich bedanke mich bei euch allen. Ihr habt super mitgemacht und ich freue mich immer wieder, wenn ihr da seid. So, Martin. Ja, dann zwei kurze. So, oh, zwei, siehste. Oh. Ja, so, so. Wir waren also gebannt. Das Gras ist hoch, die Grillen zwicken, es ist Zeit zum Rasenmähen. Das ist schön. Okay, hast du noch eins? Ja. Der Sommer ist schön, wir kriegen alle einen Föhn. Auch schön. So, Kurt, hau in die Tasten. Du musst noch mal ein Solo geben, habe ich gerade gehört. Weil, nee, jetzt musst du noch mal einen richtig reinhauen, weil ich glaube auch, du hast eine Fangemeinde mittlerweile und die wollen jetzt. Ich wünsche mir Great Balls of Fire von Jerry Lee Lewis. Okay. Der Kurt verabschiedet sich mit einer. Fast. Mit einer ganz ruhigen Nummer. Wir schweben jetzt ruhig ins Wochenende am Freitag, den 13. Und bis nächste Woche. Ich weiß gar nicht genau, was nächste Woche hier eigentlich los ist. Weißt du, was nächste Woche los ist? Ich habe es auch verdrängt. Ich könnte noch mal eben schnell den Jan anrufen. Aber dann würde ich jetzt in... ich rufe mal eben noch schnell den Jan an. Der Kurt spielt, ich rufe den Jan an. Was jetzt? Was willst du? Erst abheben, ne? Abheben. Klingelt nicht. Hallo. Jan, da bist du ja noch. Schön, dass du da bist. Du, wir sind am Ende der Sendung. Ich überziehe auch nur ganz wenig gerade. Sagen wir doch mal eben das Thema für nächste Woche. Ist mir entfallen. Oh, mir auch. Wie, dir auch? Es wird bestimmt genäht. Ja, aber es wird genäht, das weiß ich. Aber was? Musst du dranbleiben. Ich bleib dran. Ich habe den Hörer in der Hand. Ich lege nicht einfach auf, ohne mich von dir verabschiedet zu haben. Warte. Noch mehr warten. Noch mehr warten. Man könnte es auf unserer Sanduhr. Auf unserer Homepage sehen. Also, Britta, ich weiß, dass Sven, Wiebke und Elisa da sind. Genau. Jetzt in den Outdoor-Sachen mit Sven, Orus, Wiebke und Elisa. Super. Danke. Ich lege auf wieder. Jan, ich wünsche einen schönen Feierabend. Tschüss. Ja, tschüss, Sikowski. Also, Sven, Wiebke und Elisa. Nächste Woche. Wir nähen Hosen, Outdoor-Jacken, Trekking-Sachen, was ganz anderes. Aber auch spannend. Bleib dran. Kurt. Nur du. Das ist mein Glas? Nein. Alle anderen haben Durst. Mach endlich deine Abmoderation. Hab ich schon. Ich bin fertig. Kurt spielt ein Solo. Vielleicht blau und weiß.
Liebe Freunde der geraden Naht, bei ONE arbeiten wir mit Madeira-Garnen, hochwertigen und strapazierfähigen Garnen aus verantwortungsvoller Produktion aus Deutschland. Ihr könnt sie auch bedenkenlos für eure Babykleidung benutzen. Jede Art von Kreativität macht mehr Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt. Bei unseren Yukine-Maschinen stimmt es einfach. Sie nähen alles, von Tüll bis Leder. Sie sind einfach und übersichtlich zu bedienen, egal ob du Anfänger oder Profi bist. Meine Projekte lassen sich jetzt ohne Kompromisse umsetzen. Das Nähen an unseren Yukine-Maschinen macht einfach Spaß. Mich und meine Gäste bei ONE haben sie überzeugt. Kreativität ohne Kompromisse. Das Leben ist bunt. Für alle, die Spaß am Selbermachen haben, hilft die neue Love-Serie von Prüm, den grauen Alltag zu vergessen. Das farbenfrohe Design dieses Nähzubehörs lässt beim ersten Anblick Freude aufkommen und macht Lust, kreativ zu werden. Also genau das Richtige für uns bei ONE. Hilco Stoffe unterstützt unsere Leidenschaft fürs Nähen. Diese farbenfrohen Muster aus eigenem Design lassen keine Wünsche offen. Das Familienunternehmen steht für Stoffe aus verantwortungsvoller Produktion aus Europa. Mehrmals im Jahr entwickelt Hilco mit bekannten Kreativpartnern, wie zum Beispiel Hamburger Liebe, neue Kollektionen.